Ich freue mich richtig, dass du heute noch mal zum zweiten Teil, zum zweiten Interview zu uns gekommen bist. Ja. Das war jetzt relativ spontan und ich bin auch ganz gespannt, wohin uns heute die Reise führt. Ich würde vorschlagen, dass du dich jetzt erst noch mal vorstellst für die Leute, die den ersten Teil nicht angeschaut haben. Den empfehle ich aber sehr, weil du da damals wirklich schön gezeigt hast, welche Methoden es gibt in der instrumentellen Transkommunikation. Die Rauchmethode, die Wassermethode, die Klaus-Schreiber-Methode, da wird das alles toll erläutert, erklärt und da hast du viele Beispiele gezeigt. Ja, aber ich wollte dich bitten, dich jetzt nochmal vorzustellen und dann tauchen wir heute nochmal ein bisschen in die Thematik ein. Du erzählst uns mal ein bisschen von der Geschichte der ja. Transkommunikation. Das geht ja wirklich weit zurück zu den alten Griechen, äh, ins alte Ägypten und so weiter. Und so ein paar andere interessante Dinge wirst du uns heute noch erzählen. Ja, aber fang doch erstmal an mit deiner Vorstellung. Also, hallo, liebe Zuhörer, Zuschauer. Ich bin der Daniel, wie man hören kann, komme ich aus Sachsen, aus dem Chemnitzer Raum und ich beschäftige mich schon länger mit der Transkommunikation, also instrumentelle Transkommunikation auch genannt, ja, und überwiegend im visuellen Bereich und da mache ich für mich meine Forschungsarbeit also möchte aber noch mal was dazu sagen ich bin eben halt kein Wissenschaftler äh, im klassischen Sinne aber ich forsche für mich äh, mit Experimenten äh, etc und äh, habe eben halt auch dementsprechende Ergebnisse dazu ja äh, ja viel erstmal zu meiner Person wie lange machst du das denn schon also ich habe angefangen vor circa also so also ca. 2010 habe ich angefangen, also wie gesagt mit Tonbandstimmen damals. Äh, hatte dann zwischendrin immer Pausen, äh, aus familiären Gründen äh, Vorder geworden und so. Da steckt man natürlich dann so einiges zurück. Dann habe ich zwischendrin wieder angefangen. Dann hatte ich einen Verkehrsunfall, habe ich wieder aufgehört. Und dann später ab äh, 2000 Zwanzig äh, habe ich dann intensiv angefangen, mich mit der visuellen Transkommunikation zu beschäftigen. Was Und, ist das denn genau? Kannst du das auch nochmal erklären? Ja, äh, die visuelle Transkommunikation, äh, das ist quasi durch verschiedene Trägermaterialien äh, die geistige Welt, das sage ich mal, sichtbar zu machen. Unter anderem äh, gibt es Methoden wie Wasser, dann Rauch, Kristall. Klaus-Schreiber-Methode, Schreiber -Methode, das funktioniert über den Fernseher, dann reines Bildrauschen aus dem Fernseher heraus und so weiter und so fort. Also es gibt verschiedene Methoden, die man da anwenden kann, Brillenfotografie gibt es auch. Ja, das klingt jetzt erstmal für den Zuschauer oder Zuhörer, kann man sich das jetzt erstmal gar nicht vorstellen, was das denn eigentlich ist. Aber gut, dafür machen wir ja jetzt dieses, diesen Podcast und da kann ich einiges noch dazu erklären. Sehr gerne. Magst du noch mal erzählen, wie du denn dazu überhaupt gekommen bist? Das ist ja schon ein ganz spezielles Forschungsgebiet, wo sich nicht jedermann mit beschäftigt. Äh, ja, wie bin ich dazu gekommen? Äh, wie erwähnt, erst über Tonbandstimmen, weil ich fand dieses Phänomen interessant. Zumindest war das ja erstmal bei mir so, weil ich einen Unfall hatte. Äh, Quatsch, anders erzählt. <laughs> Weil ich hatte damals ein Erlebnis, das Erlebnis hatte mich geprägt und wie das eben halt so ist, wenn man eben halt mal so äh, ein komisches Erlebnis hatte, äh, verdrängt man das erstmal eine gewisse Zeit und dann irgendwann kommen mal die Fragen auf, was war denn das, wieso, weshalb, warum Und dann steigt man eben halt tiefer in die Materie ein, dann wurde es ja auch noch so, dass äh, wo ich noch... Äh, klein war, mein Vater gestorben ist, dann waren ja natürlich auch diese Fragen, äh, wie geht es denn etc., wie das immer ist, wenn eben halt Menschen äh, frühzeitig sterben. Und dann habe ich mich damals, wie gesagt, 2010 mit äh, der Transkommunikation beschäftigt, also quasi äh, mit Stimmphänomenen, ähm, quasi Tonbandstimmen gemacht und durch die Tonbandstimmen geht man natürlich ja auch erstmal skeptisch ran, weil man sich sagt, ja, so, es ist interessant, aber so richtig lobst du das auch nicht und ja gut, probierst das aus. Und dann waren natürlich die ersten äh, Resultate drauf und auch sehr deutlich, wo ich auch angesprochen worden bin. Und ja, da fiel erstmal die Kinder nach unten, wie das eben halt so ist. Und äh, da fällt man erstmal vom Glauben ab, äh, weil man damit gar nicht rechnet, auch wenn man dafür eigentlich schon offen ist. Aber trotzdem, wenn man es, sag ich mal, selber nicht sieht, hört, äh, glaubt man ja nicht dran. Was ich auch verstehen kann. Ähm, aber das hat mich dann eben halt geprägt und äh, das ging dann über die ganzen Jahre, zwar mit den Pausen zwischendrin. Äh, Habe mich dann natürlich auch mit anderen Sachen beschäftigt. Äh, dann kam ja dann auch so die Zeit, wo das dann losging mit Ghost Hunting, Ghost Adventure und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mal. Ähm, hatte ich immer halt wie gesagt dann diesen Unfall gehabt äh, 2020 äh, das war mein dritter Unfall Verkehrsunfall äh, wo ich mir auch heute immer die Frage stelle warum eigentlich das Ganze warum dieser Unfall äh, ich sag mal so das hat wahrscheinlich auch seine Gründe gehabt wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang weil ohne diesen Unfall äh, hätte ich dann auch gar nicht mich mit dieser Thematik äh, ernsthaft auseinandersetzen können äh, und da ich dann aber auch diese Zeit hatte dazu, weil man ja dann zu Hause ist und ja, es ist, ist eben dann ja auch langweilig und so, und dann habe ich mich dann intensiver mit diesem Thema befasst. Und dann kam dann immer mehr dazu, immer mehr, immer mehr. Und äh, man steigt dann immer tiefer in diese Materie ein. Ja? Verstehe. Jetzt sind wir natürlich alle total neugierig. Du hast ja ein Erlebnis gehabt. Beim mhm. Unfall ist das wohl passiert? Mhm. Oder was gab es da für einen Vorfall? Der, Aus der Auslöser, das war eigentlich ein paranormales Erlebnis, also was mich ah, dann ja. immer beschäftigt hatte. Ja, es waren eben halt quasi die äh, 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 Phantomschritte, die ich gehört habe und konnte mir das eben halt nicht erklären. Wo das Wie war halt das? Haben. Wo war das? Das, das war damals unten in Bayern, da hatte ich jemand besucht und da ist das dann eben halt in der Nacht passiert. Äh, und Ach, ich, das aber, hast du ja, das hatte ich damals schon erzählt. Im ersten Teil tatsächlich erzählt, ja. Und ja, wie gesagt, das prägt den dann irgendwo. Und dann will man natürlich wissen, was war denn das? Ja? Also das, ich denke mal, das haben wahrscheinlich viele das Erlebnis, dass sie irgendwas erleben und dann sich die Frage stellen. Oder als reiner Neugierer. Äh, oder als äh, Kontakt, äh, wenn jetzt jemand stirbt. wie na, Oder was kommt denn dann nach dem Tod und, und so weiter und so fort. Und diese Fragen haben mich dann natürlich auch getriggert. Und ja, dann immer weiter in diese Materie einzutauchen. Ja. Das hat mich dazu dann eben halt bewegt, ganz normal. Und der Unfall, dann, man muss das so sehen, ich hatte drei Unfälle. Ähm, und ja, die haben ihn zwar irgendwo in die Knie gezwungen, man ist aber auch wieder aufgestanden. Ähm, aber man fragt sich immer, warum. Ja, warum passiert manches im Leben? Und ich bin der Meinung, dass äh, man auch einen bestimmten Seelenplan hat, warum das so ist. Und äh, dass eben auch die geistige Welt dann irgendwo dorthin drückt, ja, egal was es nun ist. Aber dass man das dann wahrscheinlich auch erledigen muss oder in dieser Hinsicht und deswegen äh, ich mich in dieser Materie dann auch so rein ja, äh, Und ich nehme an, das ist eben halt auch so gewollt von der jenseitigen Welt, äh, dass die äh, das so wollen. Ähm, vor allen Dingen auch, dass dieses Erbe, auch der idk äh, noch irgendwo am Leben gehalten wird, weil man merkt, dass die IDK oder die Transkommunikation immer mehr verschwindet. Also obwohl es sehr facettenreich ist und äh, jeder damit eigentlich auch was anfangen könnte, wenn er möchte. Ne? Ja, du bist wirklich sehr engagiert. Mhm. Du bist ja im Verein für Transkommunikation. Mhm. Da habe ich letztens einen total tollen Vortrag von dir gesehen aus mhm. dem Juni 2023. Mhm. Den würde ich auch total gerne verlinken. Mhm. Da kommen ganz viele spannende Themen und du zeigst auch vieles. Dann hast du einen YouTube-Kanal, ja. eine tolle Facebook-Gruppe, würde ich gerne ja. alles verlinken. Und äh, ja, hast du denn da auch Informationen schon medial empfangen, dass es tatsächlich darum geht, ja, dass du. Ja, äh, medial, also äh, man muss erstmal so anfangen. Äh... Mal, was ist denn eigentlich Transkommunikation? Mhm. Also wir fangen mal mit diesem Oberbegriff Transkommunikation an. Transkommunikation kommt ja mehr von Ernst Schinkowski. Also er hat ja diesen Begriff, ich sag mal, eingebunden. Und Transkommunikation ist ja quasi eine Kommunikationsart mit unseren fünf Sinnen, aber die jetzt so physikalisch äh, nicht da ist. Also darunter zählt ja quasi der reine mediale Kontakt. Aber auch die Kontakte quasi ähm, über Radio, über Fernsehen oder wie auch immer, also alle diese Kontakte, mediales Zeichnen und so weiter und so fort. Mhm. Das kann man eben halt erstmal so darüber verstehen, das ist wie so ein Dach, ja, also alles, was quasi medial ist, denn selbst ja auch diese Transkommunikation an sich ist ja medial, weil man ja in diesen Kontakt reingeht, man hält es aber mit der Technik fest. Das ist der Unterschied, ja? also da spielt die technische Komponente ja dazu und diese äh, Sachen, gerade auch diese visuellen Sachen, die haben ja so einen weiten äh, Ursprung, ähm, dass äh, damals ja keine Technik existiert hat. Also bei der Ägypter gab es kein Radio, da gab es kein Fernsehen, da gab es auch keine Kamera. Mhm. Ja? Seitdem die hatten das vielleicht doch gehabt, aber äh, das, was ich nachrecherchiert habe, gab es in diesem Sinne nicht. Ne? Denn die haben das nämlich so gesehen mit dem blanken Auge, aber dazu können wir ja dann noch später kommen. Die Geschichte so ein bisschen, ne? Dass ja, wir da dann als genau. nächstes eintauchen, ja. Genau. So. Gerne. Und mhm. so kann man das jetzt erstmal verstehen. Also, und diese IDK, die ist eben halt dann mit dieser technischen Komponente, ja. Also man sagt, dass, dass eben halt IDK auf Grundlage der Technik, also quasi fotografieren oder aufnehmen, also über Video. Oder dann eben halt quasi über äh, Tonbandgerät oder Aufnahmegerät, äh, die stimmt, dann äh, produzierbar sind. Und das Wichtigste ist ja auch, dass all diese Sachen sind ja auch reproduzierbar. Also, das ist jetzt nicht so, äh, man hört das mal oder das ist dann Einbildung, sondern äh, man kann diese Sachen ja immer reproduzieren. Und äh, da gerade ich dann auch immer an Skeptiker, die dann, äh, sag ich mal, mit Parallologie-Gedöns dann immer so in die Ecke kommen, aber man kann dieses Phänomen erklären. ja erklären. Also Und man muss das schon selber ein bisschen eintauchen, vielleicht auch mal selbst was versuchen, mhm. weil äh, das habe ich auch so mitbekommen, dass das von außen betrachtet oftmals nicht so leicht ist. Vielleicht auf Bildern. Gesichter zu erkennen oder Manifestationen oder auch die Tonbandstimmen zu verstehen. Das ist ja schon wirklich gekoppelt mit der eigenen Medialität, dass wir im Inneren verbunden sind. Ja, man muss es ja so sehen. Die, diese, diese Kommunikation, das ist ja auch schon mal in erster Linie eine Kommunikation zwischen mir und den Jenseits, also, oder wie auch immer. Also ich gehe auch schon mal alleine in den Kontakt. Also sind ja auch diese Botschaften die man ja erstmal bekommt für dich. Ja? Mhm. So, und, und du musst ja erstmal daraus ja was, äh, wie soll ich sagen, die, diese Botschaft, die du empfängst, erstmal äh, auseinandertamüsern, was wollen sie dir denn eigentlich sagen und so weiter und mitteilen. Und äh, das ist ja dann auch quasi für den Experimentator. Also, wir reden ja in der Transkommunikation Ex Experimentator, der eben halt diese, diese Phänomene äh, hervorruft. Das ist quasi der Experimentator. Und ich bin der Meinung, das ist erstmal in erster Linie für ihn zugeschnitten. Ähm, dann kommt aber auch noch die Komponente dazu, dass äh, das, das Wiedersehen, auch das Hören, das muss erstmal gelernt sein. Also, man muss, umso mehr man diese Kontakte macht, umso mehr tut sich das Schärfen, diese Sinne. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja wie im Medialen. Wenn ich täglich übe, medial, umso mehr tut sich ja auch meine Sinne schärfen. Ja, also mhm. das visuelle Sehen im Kopf, also durch mein drittes Auge, das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Fühlen und so weiter und so fort. Ja, und genauso ist es dort ja auch. Und dann ist es ja auch so, dass manche Aufnahmen sehr deutlich sind. Und manche eben halt auch wieder, ne. also das ist das, das muss man dann auch so abwägen, ne? mhm, mhm. und dann kommen auch immer noch so die anderen Komponenten dazu. Und interessant ist dann auch immer wieder: Es wird ja auch immer viel ge gesagt. Ja, mit der heutigen Technik, da muss doch ja ein super HD-Bild rauskommen und so weiter und so fort. <laughs> ja, auf der einen Seite schon, aber es wird ja immer viel vergessen, weil. Wenn ich ein großes Bild habe, dann muss ich dann meist reinzoomen, weil da irgendwo in der Ecke ist, dann noch dunkel. Dann muss ich noch ein bisschen vielleicht Helligkeit dazu bringen, dann wird das immer mehr und Dann schickst du das noch durch irgendwelche Gruppen, es wird immer weiter runtergerechnet. Und dann unterm Strich hast du eine miese Qualität. So. Das vergessen eben halt auch viele. Das, ist, das sieht man auch, sage ich mal, bei, bei Geisterbildern oder so. Umso mehr du dann dort reinzoomst oder schon allgemein die Qualität schlechter ist durch eine Nachtkamera, ne, was bist du denn dann erwarten? Da kannst du kein HD-Bild rauszaubern und das funktioniert nicht. Ja, also, ja, ja. Würde schon <laughs> funktionieren, vielleicht, unter gewissen Umständen, aber man muss ja auch mal so sehen, es hat ja nicht jeder die übste Qualität oder die, die Möglichkeit dazu, ich habe sie jetzt auch nicht, ne? weil ich hole mir keine 1000-Euro- Kamera, ich habe dafür jetzt auch nicht das, das finanzielle Geld dafür, ne? das zu ermöglichen, aber ich sage mal, es gibt gewisse Sachen, die man da äh, anwenden kann, also jetzt okay, einen Schwut zu machen, aber indem man einfach das Bild weiter weg macht, und dann ist es, sage ich mal, wieder komprimierter alles. Ja? Also dann sieht man das auch besser, diese Konturen wieder. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, aber das, das bekommt man ja nur raus, indem man das macht oder es springt in einer in auch mal bei, äh, wie man damit eigentlich umgeht, mit diesen Sachen. Ja? und, und? gerade diese technische Komponente das will ich noch kurz sagen, äh, da haben ja viele Menschen ja auch ein Problem damit also gerade auch jetzt sage ich mal diese bisschen Leute die das vielleicht gerne machen wollen aber wie mache ich denn das, und da geht es schon los ja. Äh, und nicht jeder auch wenn du das vielleicht sage ich mal irgendwo reinschreibst, äh, hat gleich dieses Verfa äh, Auffassungsvermögen das gleich alles umzusetzen das ist wie in der Schule äh, der eine, da versteht Mathe, Bruchrechnung da macht es klack, ja okay ich weiß, alles Bescheid und der andere, äh, was bedeutet denn jetzt für mich? Äh? So ist das nun mal. Ich habe so die ganze umzusehen. Zeit im Kopf, ja, dass das ja auch Transbilder oder Transaufnahmen sind. Das ist ja wirklich die Verbindung der physischen, materiellen Welt mit der geistigen Welt. Mhm. Vielleicht kann man auch einfach gar nicht erwarten, dass das dann genauso ist wie in unserer materiellen Welt. Das ist vielleicht ja auch ein bisschen flüchtiger. Ich finde das so interessant, dass wir überhaupt was hören können. Oder sehen können mhm. mit diesen, ähm, wie sagst du immer, äh, mit den Komponenten, die dafür äh, benutzt werden, um zu strukturieren, um zu manifestieren. Ja, das sind ja diese Strukturen. Ne? Und, und äh, interessanterweise ist ja äh, auch, dass diese Strukturen sich ja bewegen. Also es ist ja nichts Festes. <laughs> und wie gesagt, der, der, der Skeptiker, der sagt ja immer, äh, Paradigmologie, also sprich wie gesagt, aufgeschnittene Tomaten oder irgendwelche Pflanzen, die aussehen wie Gesicht, wenn ich aus also einem bestimmten Winkel gucke, ja, dann gehe ich raus, runter auf der Straße, hoch, zwei, drei Zigaretten, gehe wieder hoch, das Bild ist immer noch da, es ist aber ja was Festes oder eine Gesteinsformation, aber wie erklärt man das eben halt quasi im Rauch, der sich bewegt, der bewegt sich permanent, du kannst das nicht steuern. Oder ja. im Wasser ja auch, ne? Die, oder im Wasser, ja. Da können wir sogar jetzt die Brücke schlagen zur Antike. Die haben ja mit Schalen viel gearbeitet. Ich habe mir das eine Video von dir angesehen, das würde ich auch gerne äh, verlinken, wo es mhm. wirklich um die Geschichte geht. Da haben die dann Wasser reingetan oder Öl. Also, äh... äh... Die, also wo das damals anfing, das war ja, oder wo es zumindest belegt ist, das ist ja im, im, in Ägypten gewesen. Mhm. Äh, man hat damals äh, Papyrus-Tafeln äh, oder Papyrus-Fragmente-Tafeln gefunden in, in dämonischer Schrift. Und die Schrift, die wird circa äh, auf 900 bis 600 Jahre vor Christi äh, datiert. Und dieses Papyrus, das heißt ja magisches Papyrus. Also übersetzt, weil da bestimmte Rituale drin stehen aus der damaligen Zeit, die sie eben halt benutzt haben. Ähm, es wurde dann auch 1910 äh, von Thomas Ransom, glaube ich, also wenn ich das jetzt so richtig gesagt habe, gab es halt das Buch der äh, Leiden Papyrus«. Äh, dort wurde das äh, Papyrus übersetzt quasi in diesem Buch. Dieses Papyrus, das ist auch heute noch zu finden in den Niederlanden, im in, in, in Nationalmuseum. Dort äh, kann man auch mal gucken. Da findet man auch diese Original-Papyrus-Tafeln, äh, äh, also die Fragmente. Also die gibt es wirklich. Das ist jetzt keine Spinnerei. Und in diesem Papyrus, äh, ich habe dann dann, bin dann tiefer gegraben, habe dann auch einen Ägyptologen gefragt. Also ich habe dann. <laughs> keine Mühen gescheut und er hat mich dann eben halt auf was darauf hingewiesen, auf, auch in der deutschen Fassung, und hat mir das dann eben halt mal durchgelesen. Und da gibt es diverse, man nennt es Divinationsrituale. Also die haben, oder es wird zumindest so geschrieben, äh, das göttliche Sehen, äh, Weissagung etc. Also alles so um Gott mit Verstorbenen sprechen und auch Hellsehen und Weissagen. Und die haben damals einmal, halt, wie gesagt, diese Schüsseln oder Gefäße genommen, haben die teilweise mit Öl befüllt und haben quasi dann dort reingeguckt, haben irgendwelche Rituale gemacht, teilweise auch äh, Kinder benutzt, die, zumindest steht es da drin, unter Tranks gesetzt. Und die sollten dann dort reingucken und haben dann eben dementsprechende Visionen oder Menschen oder Götter gesehen. Also man muss das natürlich auch so sehen für die damalige Zeit. Götter, äh, wie gesagt, das ist immer epochenabhängig. Ja, ähm, und da ist das schon sehr, diese Wassermethode, wie man sie heute anwendet, äh, ist eigentlich fast eins zu eins das gleiche. Das dachte ich mir nämlich auch. Und ich so. war ganz erstaunt, dass es das damals gab. So, das wusste ich nicht. Mhm. Es, mir kommt es auch so vor, fast wie eins zu eins. Mhm. Gut, was die dann natürlich noch äh, speziell für Rituale gemacht haben oder mit den Kindern, habe ich mir gedacht, ja, ich habe schon so häufig gehört, Kinder haben ja noch eine bessere Anbindung mhm. an die geistige Welt. Die sind noch nicht so, ich sag mal, verblendet mhm. von dem materiellen Äußeren. Die haben noch ja. viel mehr diesen Zugang im Inneren. Man muss und ja auch eins sehen, äh, die Kinder, ähm, ja gut, das würde jetzt vielleicht wieder den Skeptiker auf den Plan rufen, aber die haben ja auch mehr Fantasie. Mhm. Und man muss ja auch so sehen, äh, weil ich vorhin sagte: Visionen, äh, die Visionen, äh, die da drin sind oder zu sehen sind, äh, man muss da ja schon ein bisschen seine Fantasie anregen, was sagt denn eigentlich das Allgemeinbild? Also, das ist ja die, äh, die spannende Sache, ja. Ähm, weil meist ist das so, wenn man da so die Fotos guckt oder so, dann hat man meist nochmal Gesicht, aber dieses Gesamtbild meist äh, sah viel mehr aus, als man denkt. Aber das, das, das sieht man erst mal gerne, weil man gerade den Fokus darauf legt. Also man muss ja auch diesen Fokus mal auf das Gesamte sehen und nicht bloß auf eine Ecke. Und, das ist die Übungssache, würde ich mal sagen. Äh, ja, das kommt. Dazu, ähm, ich merke das selber, wenn ich jetzt nur nach Gesichtern gucke, gucke ich nur nach Gesichtern. Da gucke ich mir aber nicht das Gesamtbild an, ich gucke es mir schon an, aber ich... ne? Also man muss auch so sehen, in diesen Bildern, das sind teilweise Gebäude zu sehen. Es sind andere Botschaften zu sehen, es sind auch Welten zu sehen. Oder einer, der, ich hatte ein Bild, da sitzt einer am Schreibtisch. Ja, und äh, man sieht dann von hinten, und das sieht aus, als ist da vor dem Monitor, ne? Also, wie gesagt, da sind schon die Visionen drin. Mhm. Und mhm. Äh, später war das ja dann so, also jetzt gehen wir mal in die Antike rein. Da gab es ja äh, von Davy äh, de Pythia, ähm, das war quasi äh, eine Wahrsagerin. In, in Griechenland bis hier ja, ja, genau. Und sie, sie wird ja meist auch abgebildet mit dem Kelch, den sie in der Hand hat. ja. Und da war das eben halt so, ähm, dass sie ja auch durch diesen Kelch reingeguckt hat und hat Visionen empfangen. Und hier wird aber natürlich unter eins dazu erzählt, sie wird immer meist dargestellt mit einem öfter gerissenen Boden und dann kommt der Qualm hoch und Rauch und dass sie dann quasi wie unter Trance war. Ich glaube aber da nicht richtig dran, dass sie da so jetzt unter Trance saß, sondern äh, vielleicht dieser Rauch, also das ist jetzt nur eine Vermutung, ähm, dass die auch mit diesem Rauch selbst da auch gearbeitet haben. Also, ich kann mir das so vorstellen, Bei unter Trance muss man sich nicht setzen, um das zu sehen. Also, das äh, das kam ja dann später in der Geschichte, äh, da haben sie die Leute ohne unter Trance gesetzt. Ähm. Das ist für mich dann nicht so ganz stimmig. Es ist eher mehr für den Kritiker dann vielleicht stimmig, indem man das dann so auslegt. Ja, na, die wurden ja alle benebelt oder was weiß ich, bekifft oder. Oder Drogen gesetzt, genau. Äh, das Drogen ich gesetzt, auch... ne? Und, und, und das ja. ist doch dann. Ähm, Damit kann man das wieder schön und dann Teppich kehren, dass man dann sagt: ja, ach, nein, nein, war nein. Eh, die waren eh nicht ja der Sinne Und äh, ja, also ich denke auch, wir wissen da bestimmt nicht alles. Und das gab es ja. ja ganz lange, ne? über Generationen. Ja, äh, das dieses wurde Orakel auch... von Delphi genau. äh, war ganz wichtig. Also, die haben das ja. ganz ähm, offen praktiziert und Interes ernst genommen. Interessant ist es ja auch, dass es dann ja auch überwiegend Priester waren, also höhergestellte Menschen, sage ich jetzt mal. In Ägypten war das ja genauso, dass das ja überwiegend von Priestern äh, praktiziert worden ist. Ja gut, was ist denn jetzt damals ein Priester gewesen? Ne? Aber ich nehme mal an, irgendeine höhere Person, die da, ich sag mal, vielleicht ein Medium oder wie auch immer, wie man das nun nennen möchte. Die sich gut auskennt, einfach eine Person, die sich diesbezüglich oh, gut auskennt, die genau. weiß, worum es geht. Das ist ja vielleicht so wie heute, dass, ähm, dass immer nur einige sind, die mhm. einsteigen und mhm. wirklich forschen und mhm. verstehen auch, worum es geht, und dann aber auch äh, für die Allgemeinheit. So ähnlich wie du das jetzt machst, mhm. so stelle ich ja. mir das tatsächlich ich, vor. Das und ist ja eigentlich ja ohne Art Forschen. Ich sage mal auch, wenn man das mal geschichtlich sieht, ne? und, und dann wird es ja immer schwer, schwieriger, äh, äh, das sage ich mal, das äh, als Spinnerei oder so abzutun, denn wie so sind, die das damals gemacht haben, die hatten keine Kamera, die hatten das nicht, die hatten dies nicht. Aber heutzutage ist es eben halt möglich, dank der Technik oder weil wir so fortgeschritten sind, äh, das ja selbst zu reproduzieren und ähm, halt auch festzuhalten. Ja? So, da kommen wir ja nachher noch ein bisschen drauf. Da gab es ja so in den 80ern ganz tolles Material, was da zum Vorschein kam. Hm. Äh, mit der Gruppe Zeitstrom und hm. dem Ehepaar. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht. Harsch äh, Fischbach, ja. Harsch Fischbach, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Ähm, mhm. Was da eigentlich an Material alles da ist, was da auch an tollen Tonbandstimmen oder Aufnahmen äh, generell dazu auch kam, was man da mhm. sieht und so weiter, das ist einfach fantastisch. Aber wollen wir noch mal kurz im Altertum bleiben oder in der jüngeren Vergangenheit? Was gibt es denn da noch, was da sehr eindrücklich war? Ähm, es gab dann auch. Äh... In, äh, quasi im Alten Testament, äh, das wurde auch noch erwähnt. Äh, da muss ich jetzt mal ganz kurz schauen, und zwar äh, im alten Genesis, äh, äh, Kapitel 44, äh, äh, Vers 5. Äh, wie nennen wir das dann gleich, äh, Na, Vers 5. Psalm? Äh, 15, auf jeden Fall wird der Josef abgebildet mit einer Silberschale und er sagt da äh, zu seinen Brüdern äh, Was habt ihr getan Wusstet ihr nicht dass ich Weiß sagen kann äh, Diese Aussage ist auch sehr interessant ähm, weil diese Schalen immer wieder erwähnt worden sind also auch davor ne, also im alten Griechenland und dann auch daraufhin ähm, interessanterweise wurden dann diese Aussagen dann später in der Bibel gestrichen. So. Das und ist wirklich ich... interessant. Interessant ist ja dann auch, dass dann später ähm, Leute, die sich ja selber mit diesem Phänomen auseinandergesetzt hatten, äh, dann als Ketzer und etc. Äh, angeklagt worden sind und sind dann quasi ins Gefängnis gewandert. Ja. Die eben halt mit diesen äh, gleichen Methoden auch gearbeitet hatten. Ähm, ja, das sollte dann vielleicht auch mal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Warum wurde das gestrichen? Ich nehme mal ganz einfach an, weil das auch zu mächtig geworden ist und für das äh, damalige, diese Religion, die es ja gab, also oder jetzt ja noch gibt, äh, ja, äh, einfach zu mächtig ist. Und da muss sowas eben halt weg, weil das würde ja dieses ganze, äh, diese ganzen Dogmen ja eigentlich umkrempeln. Ne? Äh, ja. <laughs> ja, ja, das, das ist, ist wirklich äh, interessant. Äh, ich denke auch mal, dass es schon unheimlich vielen Menschen aufgefallen ist, dass da einiges unter den Teppich gekehrt wurde, einfach rausgenommen wurde, um dieses alte Wissen, das ist für mich altes Wissen, die haben das praktiziert, wie wir heute Zeitung lesen, das ist ja nun auch schon alles online, aber ähm, ja, dass das mal ganz normal und gang und gebe war und dass das Wissen über die vielen Jahrhunderte immer weiter in Vergessenheit geriet ne? und dass das garantiert kein Zufall ist. Es, ist. es lässt sich gar nicht kaputt machen, siehe hier unser Gespräch. Es ist immer noch da und es kommt gerade so richtig wieder. Ne? Das mm. ist doch auch so, ein, oder? Man muss natürlich auch sehen bei, bei vielen, weil ich das ja vorhin uns gerade angesprochen habe, diese Dogmen. Ähm... Die, die sind ja auch bei vielen heutzutage noch veranlagt äh, mit Dämonen und das und dies und jenes. Ähm, das merkt man auch teilweise hier in der Geschichte. Äh, da kommen wir dann gleich noch dazu, dass äh, verschiedene Sachen, auch je nachdem, nach Epoche und wie die Leute damals so gedacht haben, äh, das dann auch so widergespiegelt wird. Also das, was die auch sehen in diesen Visionen, ja? also Teufel, Engel, das. Was ich aber heutzutage anders sehe, also für mich sind das keine Teufel, aber ist ja klar, wenn ich jetzt, sage ich mal, das so ein Dogma, Dogma äh, aufgedrückt liegt äh, von, von Kindheit äh, mit christlichem Glaube und, und so weiter und so fort, was jetzt, sage ich mal, aber auch seine Berechtigung hat klar, wenn ich jetzt, sage ich mal, so oft wachs, dann... Ist das für mich schlüssig? Ist ja ganz normal. Ja. Das ist das Weltbild, genau. Aber dieses Weltbild, also diese Dogmen, die mal halt denen aufgelegt werden und das sehen dann auch teilweise die Leute. Also, wenn die jetzt, sage ich mal, einen Dämon sehen, sage ich mir, ja, das ist für mich kein Dämon. Das ist entweder ist es nicht richtig ausgeprägt oder es kann auch ein anderes Wesen sein. Also das muss man eben halt offen halten. Aber ich sage mal so, im, im 18. Jahrhundert äh, gab es jetzt so den Begriff UFOs, außerirdische ja nur ohne so. Ne? Also das muss man ja die auch hatten so sehen. Andere, andere Begriffe dafür, würde ich mal Das kann natürlich auch sein. Da stecke ich nicht ganz so tief in der Materie drin. Äh, aber wäre möglich, ja. Oder für die war das dann eben halt der Teufel oder was weiß ich. Äh, ne? ja. Oder ein Engel vielleicht. Ja, aber ich wollte mal sagen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nee. Äh, wir sind da noch mittendrin. Und jetzt sind so die Zeiten, wo auch die Wahrheit so unbedingt ans Licht kommen muss, mhm. um zu verstehen, dass es noch viel mehr gibt als die materielle Welt. Wir sind mhm. nicht nur unser Körper. Genau. Das ist so eine ganz wichtige Erkenntnis, die so mit am Anfang steht, finde mhm. ich. Wenn ich jetzt so an mich denke, da habe ich so mit angefangen, dass. Äh, ja dass mir das klar wird dass wir auch geistige Wesen sind dass wir ein Bewusstsein haben ne? ja und dass das jetzt nicht nur äh, biochemische körperliche Reaktionen sind sondern dass das darüber hinaus halt geht ne? und dass wir auch so, ein, so eine innere Welt haben ja. äh, die du im Äußeren so erstmal nicht finden kannst und das ist nun ganz direkt mit dem verknüpft was worum du dich jetzt hier äh, kümmerst und wo du ja. forschst und das finde ich unglaublich wichtig so wichtig wie noch nie vielleicht auch ne Genau, ähm, ich finde auch noch interessant, das würde ich auch mal noch so ein bisschen erwähnen, also weil wir jetzt gerade noch so in der Geschichte sind, äh, im, im 18. Jahrhundert, also 1743 bis äh, 1759 gab es den Graf Gaglustru, <laughs> ein ziemlich äh, komischer Name, aber er war Freimaurer des ägyptischen Ritus, ähm, und er hat sich damit auch äh, auseinandergesetzt. Äh, damals hieß das eben halt dann Hydromantie, dieses Phänomen, äh, was auch unter äh, Weissagern bekannt ist. Mit der ähm, Wasserschale, das meinst du jetzt? oder Wasseröl Ja, was, also, also allgemein mit, diesen, mit diesem Phänomen. Und er hat damals auch bei Sitzungen hat er quasi äh, äh, Kinder äh, genommen, die eben halt dann in diese, äh, in diese Gefäße reingeguckt haben, was sie dann eben halt sehen sollten. Und da wurden auch einige Sachen beschrieben, dass, äh, äh, also da hat dann quasi auch was beschrieben wird, dass eben halt ein äh, äh, äh Mensch stirbt. Äh, äh Bekannter, oder? Da muss ich jetzt mal kurz gucken, wie er lange ist. ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Ähm, der Johann Georg Schröpfer, genau. Äh, und das Kind hat das gesehen, dass er einem halt stirbt. Und einen Monat später ist er eben halt gestorben, dieser äh, Johann Georg Schröpfer. Interessant ist, äh, ich habe dann mal so mehr nach diesem Namen geguckt, äh, was das eigentlich für einer war. Und interessanterweise war das ein Mensch, der sich, sage ich mal, wahrscheinlich auch mit einer Art äh, physikalischen, ich sage jetzt mal physikalischen, Medialität auseinandergesetzt hat so ähnlich wie Kai Mücke denn er hat sowas, so eine Art wie solche Seancen gemacht. Also das ist auch schon wieder interessant, diese Verbindung auch. Ähm, er wurde zwar damals als, äh, oder wird so hingestellt als Magier, aber aber nur wirklich ein Magier war. Na gut, das, das wissen wir ja jetzt heutzutage noch nicht nicht. Äh, aber interessant, äh, was er da so gemacht hat und dass dann eben halt auch solche Lichtphänomene passiert sind. Äh, ich war ja dieses Jahr auch beim Kai Mückel, Könnte wir das ja auch mal angucken, diese Spektakel. Ähm. Ach, tatsächlich. Da kannst du ja. natürlich gerne ein bisschen von erzählen. Ja, kann ich dann machen, ja. ja. Äh, und wie gesagt, äh, und das fand ich dann eben halt auch interessant. Ja? Also auch die, diese Verbindung und so. Ähm, ja, und dass die wahrscheinlich haben die sich zwar vielleicht auch gekannt, ja. Ähm, dass da vielleicht auch eine Verbindung steht und das Medium hat das, also das Kind hat das dann eben halt rausgesehen. Ne? Ähm, das kann natürlich dann auch möglich sein. Toll, das, dass das festgehalten wurde. Das ist ja von 1800 hm. noch was. Genau. Oh, schön, ähm, dass wir so eine. Sachen noch finden können. Das ist äh, nee, sehr 17, wichtig. 1700 war das Ach, schon. 1700. 1700, ja. 1700. also 1800 gibt es auch was, was festgehalten ist. Äh, das, da kommen wir mal jetzt zu. Ich meine, ich habe jetzt zwar ein paar Sachen übersprungen, aber man muss ja ohne alles äh, hier auseinandermüsern. Äh, Ema habe ich was auch aus, aus unserem Raum, also quasi Bayerischen Wald. Äh, und zwar, ich habe ja ein Buch, es äh, geht um Rauhnächte. Ach, ja, also wie passen gerade, die Rauhnächte. Äh, ja gut, das sieht man jetzt ja auch so schlecht. Ne? Also rund im bayerischen Wald und interessanterweise, hier ist eine, eine Sage, also wir lassen das mal bei Sagen, ne? weil es sind ja Sagen, aber und zwar geht das äh, in der Andreasnacht und da wird beschrieben, also für, für Frauen, die eben halt quasi ihren... Geliebten für die Zukunft äh, sehen wollen, die haben ihm halt eine Schüssel ans Bett gestellt, eine Wasserschüssel und haben ihm halt gegen das Bett getreten und haben ihm halt in Spruch gebracht, in Bayerisch, denn den kann ich jetzt aber ja <laughs> ganz schlecht übersetzen. Ja. <laughs> und dann sollen wir danach seinen Geliebten in dieser Wasserschüssel sehen. Also da sind auch schon wieder diese Parallelen. Ja, äh, Wasserschüsse sehen, also sehen in der Wasserschüssel und das wird da aber eine Zukunftsvision. Ja, also das ist dann auch schon wieder interessant, diese Verbindung äh, zu sehen. Äh, ja, das ist total spannend, und das ist ja auch in deinem Video drin, wo es mh. um die Geschichte der Transkommunikation geht. Ja. Und das ist ein ganz witziges Ritual. Ich kann mich noch erinnern, man rüttelt auch mit am Bett. Ja, genau. Und, und tritt da auch irgendwie dagegen. Ja, irgendwie dagegen also, genau. wo wir heutzutage sagen würden, so ein Schmuh. Schmuh. Ne? Ja. Aber gut. Ähm. Aber es, 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 es geht ja erstmal um diesen, diesen äh, Kontext äh, mit dieser visuellen Geschichte, weil ich fand ja. das interessant, äh, dass eben halt diese Verbindung mit diesem Wasser, ja, ich meine, man muss ja, wie gesagt, diese Dogmen, äh, Rauhnächte, das ist ja auch wieder so Dogmen. Behaftete Sache, sage ich jetzt mal so. Äh, und das ist wahrscheinlich je nach Kulturkreis und, und Region, äh, da wurde das dazu gemischt und das und du musst das so machen und das ist ja heutzutage ja auch nicht anders. Äh, was mit ich, ob das jetzt mit Gläserrücken ist und du musst ja fünf Kerzen erstellen und da eine ist gleich bis eine und das und du musst das Ritual vorher machen und äh, ja. 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 Was mir ja, gerade also... eingefallen ist, ist der Spiegel, hm. wo man ja auch. Äh, die Anderswelt äh, unter Umständen, je nachdem, drin sehen kann. Das erinnert mich so sehr daran, ne? äh, dass auch die Spiegel so eine wichtige Rolle spielen, oder? Ist das nochmal anders betrachtet? Ja, zu da, da, da komme da komm ich dann gleich nochmal dazu. Äh, ich möchte nochmal ähm, quasi über diese Wassermethode sprechen. Es gibt auch ein Buch. Ähm, das heißt, wie so denn im Das ist von Alamenta äh, Freien von Weih. ist ein bisschen komplizierter Name. Das war eine österreichische Schriftstellerin äh, und Spiritistin, die hatte äh, einen spiritistischen oder spiritär Verein äh, in Ungarn gegründet, unter Adolf Grünhut. Und da gibt es eure Buch davon. Es gibt eben eine Originalausgabe, also von hm, 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 1800 noch was. Und das ist eine Neuauflage. Und sie hat sich sechs Jahre mit diesen Visionen im Wasserglas beschäftigt. Und diese Vision, was sie da drinnen gesehen hat, die hat sie hier in diesem Buch drinnen verfasst. Und das kann man mal lesen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Natürlich ist aber hier auch wieder, man muss sehen, 1800, hm. na, also Ende 1800. Und natürlich diese Dokumente, die man hat, so wird das dann auch so beschrieben und so steht das dann eben halt auch hier drinnen. Und das ist eben halt auch wieder interessant, äh, das wollte ich eben halt auch nochmal sagen, dass die Leute vielleicht auch sagen, okay, äh, ja, dieses Buch kann ich mir ja mal holen äh, und schaue da mal rein und lese mir das mal durch. Ne? Äh, und sie beschreibt eben halt Visionen und die hatten ja damals auch nicht so die Kamera. Es gab zwar schon, ja, ich glaube, da schon Fotografen, zumindest wird da schon was erwähnt davon. Ähm, aber jetzt nicht in diesem Sinne, wie wir das jetzt machen, sondern sie hat eben halt quasi in, 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 in die Gefäße reingeguckt und dann hat sie eben halt gesehen, dass sich dort äh, Gesichter manifestieren oder eben halt bestimmte Seen abbilden, etc. Was mich jetzt interessiert, hat weißt du das zufällig, hat die diese Wassergefäße oder Wassergläser, was sie auch immer genommen hat, bewegt? Weil du machst das ja. Äh, ich glaube, die hat das nicht bewegt. Mhm. Das kann man jetzt schlecht sagen, aber ich denke, ne? Man kann natürlich auch was sehen, äh, wenn, man, wenn man lange genug drauf guckt. Ja, das, das ist schon möglich. Äh, mir ist es zumindest einmal eh gelungen, wo ich das, also ich bewege ja mehr das Wasser, weil diese Oberfläche, äh, wenn die ja bricht, quasi, äh, und das, was eben halt quasi einstreut, diese ganzen Reflexionen, etc. Äh, Daraus können die sich eben halt quasi besser manifestieren, weil es ja eine Art äh, Rohmaterial ist, was man denen ja bietet. Und wie gesagt, mir ist es immer richtig gelungen, dass ich die richtig gesehen habe, äh, konnte dass ich die auch ansprechen in dem Sinne und habe auch gesehen, das war eine Frau, äh, die sich eben halt in diesem Wasser, in diesem beweglichen Wasser quasi, äh, ich sag mal, manifestiert hat. Ja, äh. Also jetzt nicht, dass du es fotografiert hast, sondern mit deinen Augen hast du es gesehen. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, habe es aber auch aufgenommen, äh, auf Video. Und das Video, das müsstest du eigentlich gesehen haben, weil es ganz zum Schluss kommt äh, bei dieser Geschichte. Ja. Da habe ich, bin ich ganz ehrlich, das habe ich mir nicht mehr alles angeguckt. Das ist am Ende, ne? Ja, ich ja, okay, muss mal am schauen. Ende. Ja, ja. Okay, dann schaue ich nochmal nach. Aber das ist ja spannend, dass du das auch mit deinem physischen Auge gesehen hast, weil ansonsten ähm, machst du ja Videos oder Fotos. Hältst du es fest und dann guckst du ja? Ja, ich sag mal so, die sind ja eigentlich ja schon da, aber das, weil die manchmal sehr in einer ganz kurzen Zeit. Ähm, natürlich, wenn man sich öfters damit befassen tut, oder vielmehr vielleicht auch äh, mit dieser Technik so in das reingucken in, in, in dieses Wassergefäß, äh, wenn man das, denke ich mal, täglich äh, fabriziert, äh, das ist, denke ich mal, 100% möglich. Also für mich jetzt gesehen, aber es ist ja viel Zeit. Also man muss ja wirklich sich die Zeit ja auch nehmen. die fällt mir dann aber auch. Ich meine, ich bin ja auch berufstätig, etc. Also äh, was willst du denn noch alles machen? Also du hast ja mhm. keine fünf Arme oder bis fünf Mal da. Also das äh, ist schwer. Und ich weiß auch, dass äh, Sachen funktionieren, aber die dauern halt ihre Zeit. Das ist ja auch nicht gleich so, wie gesagt, ja ein Ausknopf. Ja, äh, gar nichts, ne? In, ja. der, in der Beziehung. Also einfach mal so eben drüber schauen und sich ein Urteil bilden, das kann jeder das, und ist schnell gemacht, ja. aber das ist ja nicht Sinn der Sache, weil es ja auch eine mediale Verbindung ist mit diesem ganzen Geschehen. Mhm. Du wirst ja nichts wahrnehmen oder noch nicht mal was sehen, wenn du da nicht offen für bist. Dann machst mhm. du zu und sagst, ach, da brauchst du ja viel Fantasie. Ja, brauchst du dann auch, wenn du da nicht wirklich einsteckst, ne? Du brauchst uh, dat, ja, das ist, uh, ja. Fantasie brauchen wir schon dafür. Also ich meine, ohne unsere Fantasie äh, würden wir ohne philosophieren. Ohne unsere Fantasie könnten wir auch keine neuen Dinge kreieren. Ja? Also es ist so. Wie, wie entstehen denn, sag ich mal, Sachen, äh, die vielleicht aus der Radio erschaffen haben? Äh, Edison, da hatte vielleicht auch seine Visionen und seine Fantasie dazu. Wie baue ich denn das? Ja. Genau. Also das darf man ja auch mal nicht vergessen, dass diese Fantasie, dieses Anregen äh, uns trotzdem weiterbringen kann, ja. Also, Die Vorstellungskraft erweitert ja unser Bewusstsein. Ja, na, das ist ja der Trick. Ja. Das sind so feine Nuancen. Wenn man, ähm, wenn man mal sieht, wie Philosophen ja. oder so, das ist ja auch so viel ne, gedanklich und, und so weiter. Verknüpfen auch, ein bisschen... auch, Verknüpfung. Und auch die Fantasie auch mit dabei. Was wäre denn wenn? Und no, dann machst du dir dann so deine Gedanken. Und, und ich sag mal, das ist aber trotzdem auch gut, also das sollte man nie äh, unterm Teppich kehren, die Sache. Also Fantasie. Ja, aber es ist eben halt für natürlich für diese Kritiker immer so dieses Totschlagargument. Ähm, mhm. Aber. Das zieht ja nicht, wenn man es eben halt dann rum, wiederum festhält. Ja? Also, man kann es so sehen, aber es ist, es ist, sagen wir so, das ist wie im medialen Bereich. Das ist ja natürlich auch das Problem, wenn ich jetzt medial eine, eine Vision empfange, äh, empfange ich sie, aber ich kann es ja nicht beweisen. Ich kann es nur aus meinen Entschuldigung beweisen. Aber ist es denn ein Beweis? Weil. Wieso, das ist ja also subjektiv, mein... entweder für ja. dich oder für die Person, wo es für gedacht ist. Ne? Das ist ähm, wirklich was Intimes, kann das halt auch sein. Und was verstehst du denn unter Vision? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Was ist für dich eine Vision? Das hört sich auch schon wieder so überhaupt nicht greifbar an. Ist es auch überhaupt nicht, oder? Äh, ja, die Vision, die, die ja da drin ist, sind, ähm, dass die für dich, sag ich mal, äh, oder die wollen ja bestimmt irgendwas in den Visionen irgendwie zeigen da drin können Botschaften versteckt sein äh, oder schlechte Nachrichten für dich oder stopp vielleicht jemand oder wie auch immer oder es kann auch im, im, im wie soll ich sagen im, im, äh, in der Vergangenheit auch was liegen wo was gezeigt wird also das ist genauso möglich ja also Ach. Aber es ist ja trotzdem ja erstmal eine Vision, weil es ja in, in, in eine, eine Aussage hat. Ja, es ist ja nicht jetzt, sage ich mal, ein Gesicht, sondern es, es betrifft ja eine gewisse Aussage, die, die auf dich zugemünzt ist, mehr oder weniger. Also die dich betrifft. Aber das Problem ist erstmal, das zu erkennen. Mhm. Und äh, was fange ich mit dieser Vision an? Wie du ich diese äh, Information. Ähm, verarbeiten, ja? Also was äh, ergibt sich dann für mich daraus? Oder was sagt dieses Bild denn eigentlich aus? Das ist eben halt das Schwierige. Ja, 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 ja. Das ist an, halt an so diesen Sachen. Das Problem, wo die Leute dann ähm, nicht so richtig mit anfangen können, weil viele haben noch nicht mal eine Vision vielleicht gehabt. Aber ich denke mal, eine Vision könnte äh, Kannst Vision. du dich, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir diese, dieses andere Video hatten mit diesen Schuhen? Natürlich, der Schuh, den habe ja. ich auch sofort erkannt tatsächlich. Ja, 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 aber das sind ja zum Beispiel auch Visionen. Oder wenn sie dir in, in, in einer Art Dreieck oder, oder, oder Symbole oder, oder vielleicht auch Schriften, äh, äh, na, da steckt da eigentlich viel mehr drin, aber man muss sich immer halt dann auch hinsetzen. Und manchmal ist es sehr verschnurkelt und das äh, raubt dem halt auch ein bisschen Zeit. Und die Zeit hat eben halt auch nicht jeder. Ja, halt also das ich, ich finde es das faszinierend, dass die geistige Welt... Obwohl die ja nicht so fest materiell ist, wie wir sie hier kennen, trotzdem das so rüberbringt, dass wir das so ein äh, Schuh erkennen können oder, oder mhm. eine Landschaft oder, oder eine Gestalt. Ja, das so, finde ich so toll. Die sind ja nicht dumm, die finden viele Wege. Es ja. ist, ist so. also man, man staunt immer wieder über diese Sache, wie sie das denn eigentlich machen. Ja? Mhm. Und, und ich finde das auch manchmal aber auch schade, auch von den Leuten dass die immer so begrenzt denken. Das kann ja nur so gehen. Und, und ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wissen wir denn wirklich, für was die alles in der Lage sind? Ja, wir also, wissen ja noch gar nicht viel. Ich würde auch jetzt, wenn du mit dem Thema Altertum so weit durch bist, tatsächlich auf Harald Giese, ja. den Künstler, zu sprechen kommen. Wir weil... haben ja noch, noch eine ganz andere Sache, bevor Aha. wir damit anfangen. Äh, wie gesagt, dann jetzt in, in, in unserem Zeitalter, also quasi in den 80er Jahren, weil du es ja vor uns angesprochen hattest, Gruppe Zeitstrom. Ja. Äh, es ging ja dann weiter quasi. Ähm, ich sag mal so Mitte 1900, also so 1950 rum, kam ja dann Friedrich Jürgensen äh, mit seinen Tonbandstimmen. Ähm, daraus sind ja dann auch Vereine entstanden. Ähm, Friedrich Jürgensen, Kurze Erklärung. Er hat damals das Tonbandstimmen Phänomen, ich sag mal, entdeckt, obwohl es gab vorher schon diese Anwendungen wie Edison und so, die haben ja auch schon Stimmen empfangen über ihre Geräte, die sie damals hatten. Aber durch Friedrich Jürgensen wurde das eben halt sehr populär. Also quasi er hat vorgestimmt, wollte er aufnehmen und in diesem Gezwitscher hat er eben halt Stimmen wahrgenommen, die physikalisch nicht da waren. Und ähm, hat es dann weiter verfolgt und wurde dadurch auch berühmt, weil er ist dann auch in, in der, in, also quasi an der Öffentlichkeit gegangen, Friedrich Jürgensen. Und äh, dann wurde es ja so, dann hat er sich noch, äh, er stand quasi mit äh, der Lena in Kontakt. Also das war die gegenüber, äh, die Kommunikationspartnerin, vielleicht auch der Geistführer was man heute unter Geistführer versteht. Und ähm, dann entstand ja daraus auch die sogenannte Jürgensen-Welle, weil sie gesagt haben, die melden sich übers Radio. So. Mhm. Und daraus sind damals die, die Tonbandstimmen, die eben halt dann übers Radio halt empfangen worden sind. Das, das ist tatsächlich ja, der Ursprung, ja. So, der Tonbandstimmen. Genau, so. Aha. Also, wie gesagt, es gab schon früher äh, wie Edison, die das eben halt schon mitgekriegt haben, äh, dass dann eben halt Stimmen äh, zu hören sind. Aber durch Friedrich Jürgensen ist das dann eben halt richtig populär geworden. Und er hat ja dann auch, wie gesagt, das Buch geschrieben, äh, äh, Sprechfunk mit Verstorbenen. Ähm, kann man sich auch mal kaufen, das ist ja interessant. Ähm, und dann kam ja dann der VDF hier in Deutschland, also Verein für Transkommunikation. Und dann Mitte der 80er äh, kam die sogenannte Klaus-Schreiber-Methode äh, hinzu. Äh, Klaus Schreiber, der war eben halt auch ein ganz normaler Arbeiter und hatte so Partykeller und so. Ich erzähle mal jetzt kurz so ein bisschen grob aus dem Buch heraus. Und ähm, da gab es ja halt damals ja unglaubliche Geschichten. Von Rainer Holbe. Und da kam das erste Mal ja im Fernsehen da eben halt wegen diesen Tonbandstimmen. Und die saßen dann eben halt im Keller, also er mit seinen Kumpels und hier wahrscheinlich dann hoch die Tassen und hast du nicht gesehen. Und dann haben die eben halt Einspielungen gemacht, so probiert. Und, und einer von, von den Kollegen, also die dort immer dort unten saßen, ist eben halt kurz davor verstorben. so Und da haben die eben halt gefragt, ob der eben halt da ist und das Radio lösen lassen, zehn Minuten. Und ja, dann haben die das abgehört, da war nichts. Und dann wollten sie schon das Link ausschalten. Und dann kam einem halt in die Stimme. Ja, hier ist bla 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 bla. Und dann waren die ersten Mal alle geschockt. Ja. <laughs> und ähm, dann hat sich aber Klaus Schreiber sich dann immer mehr damit auseinandergesetzt und, und seine... Kumpels da, die wurden natürlich auch geschockt, die, die haben sich dann aber von ihnen abgelöst, weil er dann immer mehr mit diesen Tonbandstimmen. Und bei ihnen war das ja auch so, dass sein Sohn und seine Tochter frühzeitig gestorben sind. Und das hatten wahrscheinlich auch sehr gebeutet. Und dann hat er sich eben halt intensiv mit diesen Tonbandstimmen beschäftigt und hatte dann auch Kontakt zu seiner Tochter. Und die Tochter hatte dann irgendwann mal gesagt, die melden sich oder zeigen sich über das Fern, Fernsehen. So. Und ich weiß nicht, wie genau dazu gekommen ist, diese, diese Loop-Geschichte zu machen. Äh, Loop, das ist quasi die Kamera, die geht in den Fernseher rein und dann entsteht ein Loop-Verfahren. Auf jeden Fall ist es ihm dann gelungen, seine Tochter aufzunehmen äh, darüber, also die haben sich dann wirklich gezeigt. An dem und den Datum, die haben ihre Datum angegeben, dass sie das da und da machen. und Daraus ist dann natürlich mehr entstanden, dann hat sich sein Sohn gezeigt, andere Leute aus der Familie und das wurde dann immer größer, Rummi Schneider und so weiter und so fort. Und ähm, ja, beim Klaus Schreiber waren das eben halt dann so ein bisschen wie Standbilder in dem Sinne. Dann später, äh, so Ende der 80er Jahre, also so 6 und 8 rum, dann kam ja das mit der Gruppe Zeitstrom. Und das ist ja interessant mit dem Ehepaar Horsch-Fischbach aus Luxemburg. Das waren quasi auch Experimentatoren. Und denen ist es damals gelungen, quasi ähm, längere Aufnahmen über den Fernseher, Fernseher aufzunehmen. Ich glaube, da damals diese Röhrenfernseher, äh, dieser Fernseher, da war äh, quasi defekt. Da ging der Anschluss nicht, also so wie das eben halt beschrieben worden ist. Und dann war auch, äh, wurde dann äh, quasi der Ernst Schinkowski mit eingeladen dort äh, zu äh, den Ehepaaren Hans Fischbach. Und da sind eben halt interessante Phänomene passiert, äh, dass die sich über Bild und Ton gleichzeitig gemeldet haben. Und das ist dann schon sehr faszinierend. Und das auch im Gegensatz zum Klaus Schreiber seiner Methode, dass eben halt diese Bilder eben halt beweglich sind. Und die haben eben halt quasi Bilder, Empfang von den sogenannten anderen Planeten, M Morduk, ähm, und das ist schon sehr interessant, die ganze Ich habe es mir angeschaut, das ist total ja. toll, das werden wir verlinken, du hast das ist so toll zusammengepackt in einem Video, mhm. sensationell, das werden wir verlinken, das sollte man mal reinschauen, da werden, werden wirklich noch die alten Aufnahmen, mhm. wirklich Originalaufnahmen, was da auch durchgegeben wurde. Was an Informationen noch kam, war glaube ich nicht über den Fernseher, sondern separat Tonbandstimmen nochmal, ne? dass man wirklich ja, wusste, es, was es, wird da gezeigt. Und es gab Abgleich. quasi in Techniker noch. Also der Techniker, da hat immer, ich sag mal, wie vermittelt von drüben. Ja? Von drüben. Von drüben, also da hieß Techniker, also hatte keinen richtigen Namen, sondern nur Techniker. Und interessant ist ja auch, der Konstantin Raudive, äh, meldet sich ja da. Ähm, und ich fand das sehr faszinierend, weil man den Ernst Schinkowski im Hintergrund hört. <laughs> äh, da ist dann so wie so eine kurze Pause und da sagt der Ernst Schinkowski: Das verstehe ich nicht oder ich äh, kapiere das nicht, dass gleich, also gleichzeitig Bild und Ton, äh, dass das <laughs> eben halt passiert. Also du merkst richtig, dass das komplett äh, äh, da sitzt und, und das erstmal verarbeiten muss. Was das da eigentlich gerade ist. So abläuft. sensationell, dass, ich habe zwar von der Technik jetzt nicht so groß Ahnung, aber mhm. das merkt man, wenn man sich das anschaut, wie sensationell das war, was da passiert ist. Und das mhm. hat wahrscheinlich dann auch wieder Quantensprünge an neuen Erkenntnissen gebracht, auch bei mhm. Ernst Jankowski, weil vorher waren es ja nur die Tonbandstimmen. Und das Echt? ist was ganz anderes, wenn du Bilder hast und mhm. noch die Information, was man da sieht. Und es konnten ja auch Bilder, bewegte Bilder verifiziert werden, wer dort zu sehen ist. Mhm. Teilweise erst nach Jahren konnte man es verifizieren, wer ist das eigentlich, wann hat der gelebt und so weiter. Aber das passt ja alles so gut zusammen. Mhm. Wahnsinn, oder? Also ich fand ich finde das sehr faszinierend. Ja. Äh, es ist, denke ich mal, zwar vielleicht schwer, das äh, zu reproduzieren oder dass das ihnen das, das nochmal so gelingt. Weil man muss auch immer sehen, das war ja die, diese Experimente, äh, die die ja gemacht haben, das war ja immer in, in einer größeren Konstellation. Ne? Also das, die haben das in der Alene gemacht. Es gab zwar wie Blauschreiber oder so, wo das sehr intensiv war. Ja, ähm, aber gut, Klaus Schreiber war da auch Pionier und wahrscheinlich auch deswegen, äh, dass dieser Kontakt eben halt viel besser äh, äh, rüberkam wie, wie heutzutage, weil es heutzutage wirklich schwer ist, die äh, so genauso hinzukriegen. Also das ist zwar möglich, aber es ist eben halt trotzdem schwer. Es ist viel mit Arbeit verbunden. Wir sind ja jetzt Jahrzehnte später. Die Technik hat sich ja noch dermaßen ausgeweitet. Wer weiß, wie diese ganzen elektromagnetischen Dinge um uns rum dann eine Rolle spielen. Also ich kann mir vorstellen, dass heutzutage viel schwerer ist, als damals in den 80ern war das ja. Das, das kann möglich sein, ja. Also bin nee, ich auch so ein bisschen dabei, äh, dass das möglich ist. Ich sag mal, auch die ganzen anderen Einflüsse. Was ist, Handy, mal, Strahlung und Handy hast Handy du nicht Spalung. gesehen. Das gab es damals nicht. Oder dieses ganze Internetkrams, was hier um uns rum saust, das ist ja alles unsichtbar, aber das ist alles da. Ich und sag mal auch so, äh, mit diesen ganzen Situationen, die ja jetzt auch hier sind, ja, das muss man auch so sehen, alles, was jetzt weltgeschehen passiert. Das ist ja alles drinnen, drüber. Mhm, die Damals in dann acht schon, da war das noch alles, ich sag mal, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, genau, Strichen. so schaut es aus. Und beim Klaus-Schreiber finde ich es so phänomenal, das weißt du ja auch, dass bei dem sogar das Telefon geklingelt hat, ne? Nee, und er hat halt, da... Das nee. war das war äh, Altol Ach, kannst du da nochmal von erzählen? Das finde ich so faszinierend, ne? Dass, dass da auch über da das Telefon geklingelt und dann waren da auch ähm, Stimmen von Brühren. Mhm, war... Und er hat wo das aufgezeichnet. Das findet man auch wo auf dem Kanal? Bei dir auch, oder? Nee, das, das, das müsste man bei Michael finden, äh, bei Transkommunikation. Transkommunikation, mhm. auch bei YouTube. Oh, ist das mhm. spannend, ne? Mhm. Die Originalaufnahmen und äh, faszinierend ohne Ende alles. Mhm. Ja, und äh, diese Gruppe Zeitstrom, war das so ein ganz kurzfristiges Ding oder lief das auch über Jahre? Da wurde, glaube ich, ja, sogar ein Buch geschrieben, das, oder? Das ging ja auch vor Jahren, ja. Das, das Buch, äh, äh, es gibt da ein Buch von Hildegard Schäfer, die das ja beschreibt. Ja, die war ja auch selbst dort, äh, hat aber dann die ganzen Informationen so ein bisschen so zusammengetragen. Mhm. Äh, ja, und, und äh, Gruppe Zeitstrom ist ja quasi wie eine Art Sendestation von, von drüben. <laughs> das klingt wieder total abgedroschen, ja, aber so wird das ja beschrieben, ja also dass die das selber ja gesendet haben und teilweise wie art fotos oder Projektionen, die die eben halt wiederum geschickt haben, ja mhm. das, dass man das ja wahrscheinlich empfangen kann. Also, also das ist schon... Da äh, ich hatte gestern, ja. ich hatte ja vorgestern, ich, du hast ja das, das eine Bild gesehen, dieses Rauchbild, was ich ja gepostet hatte, äh, in dieser... Ich sag mal, Sitzung, wo ich das gemacht habe, habe ich nebenbei auch Einspielungen gemacht und da kam auch eine interessante Aussage dazu. Also in diesem Moment, da waren die Stimmen auch sehr klar. Äh, da, da fiel das Wort Teleportation. Ähm, Teleportation, ja, äh, also oder Projektion von diesem Bild in diese visuellen Geschichten rein. Ja, also so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ähm, jetzt fragen sich manche Leute, warum Projektion? Ähm, das Projektion, das wurde mal erwähnt. Äh, da kommen wir jetzt mal zu Adolf Hummes. Und Adolf Hummes hatte damals auch ein Transbild empfangen von Friedrich Jürgensen. Und dazu einen Transtext. Also früher gab es ja auch noch äh, Transtexte, weil die hatten ja damals mit c 4 gearbeitet und so. Und da äh, kommt Alte Computertechnik, ne? Ja. Ja, ganz alte. Äh, kennt. Also die jungen Leute werden es gar nicht kennen. Deswegen habe ich es nochmal erwähnt, was vielleicht wissen das manche <laughs> gar nicht mehr, was ein C65? Nee, c 64 C, ja. Oh, Katastrophe war das damals, das Zeug. Aber es ja, hat auch funktioniert. Es ja. hat auch funktioniert, ja. Also im Gegensatz zu heute, äh, ja. Also ich bin ja aus so eine Generation, Computerspiele, ne, Playstation etc. Also Playstation 1, ich habe das so also ein bisschen mitgekriegt, äh, auch Computer, die ersten PCs, äh, ja. Also wenn man das von damals vergleicht zu jetzt, äh, ja, da kriegt man große Lachen, aber es war halt damals so. Und ja, auf jeden Fall wurde es dann so, er hat eben halt dann noch einen Transtext dazu empfangen. Und da sagt eben halt Friedrich Jürgensen, dass es ja eigentlich eine Projektion ist, die gesendet wird aus den Quanten heraus. Sehr interessante Aussage. Ähm, und wenn man das jetzt auch mal so, wie gesagt, mit diesen Wasserbildern, was man empfängt. Es gibt ja auch andere Leute, die Bilder empfangen, dass es ja immer wieder vorkommt, dass sich Jenseitige zeigen über diese Methoden. Und wie gesagt, interessanterweise ist es dann auch so, dass es die gerade jetzt, eben halt, wie gesagt, durch Facebook, durch diese öffentlichen Gruppen, wenn man das dann postet und da wird es geliked und dann erkennt man es vielleicht oder sieht man es mal dann irgendwo in einer anderen Gruppe oder wie auch immer, und dass dann eben halt die Verwandten oder... Ihre Angehörigen in diesen Bildern erkennen. Und wenn man die dann eben halt übereinander lagert, ja, ähm, also quasi das Originalbild und das Bild äh, von, von, von der Wasser- oder Rauchmethode, äh, dass das quasi wie eine Art Abbild ist, wie eine Art Foto. Ja? Also deswegen sage ich jetzt mal so Projektion in dem Sinne. Ne? Also das klingt jetzt erstmal so, aber man kann das ja so sehen. Weil wenn die ja irgendwas schicken würden, na, da würde doch keiner rausfinden, was es ist. Also ja. würde man das ja gar nicht sehen. Ne? Also im Endeffekt ist es ja eine Projektion. Und man weiß ja aber trotzdem ja sind die denn da drüben äh, so richtig, äh, wie man sich das vorstellt, zu Lebzeiten? Oder ist das vielleicht alles schwarz und die kreieren sich das da drüben selbst? Also wie ist das denn richtig? Ne? Also das ist immer so... Da wollte ich die ganze Zeit drauf hinaus. Da ja. warte ich schon die ganze Zeit drauf. Die Projektion ist natürlich das Interessante. Wovon sprichst du ja eigentlich? Du hast ja das Quantenfeld angesprochen. Hm. Kannst du da noch ein bisschen mehr definieren, was da durchkam äh, in diesem Text? Kannst du das noch ein bisschen mehr definieren, dass wir uns das besser vorstellen können? Also, ich könnte jetzt mal kurz was raussuchen. Ich habe da meist ein Video gemacht. Das habe ich aber mit KI-Stimme unterlegt. Da kann man mal diesen Originaltext hören. Ähm muss ich kurz suchen. Super, dann können wir uns das dann doch noch mal besser vorstellen, wie die Botschaft, die Information von damals lautet. Ja, weil das, genau das schon gut. hochinteressant ist. Mit der Projektion, wie gesagt, ja. Das ist auch etwas, wo ich schon immer überlegt habe, was sehen wir da eigentlich? Ne? Mhm. Im Wasserbild, im Rauchbild, im Fernseher. Wie ist das möglich? Also, das ist ja mit das Spannendste fürs Vorstellungsvermögen, ne? dass wir mm -hmm. diese Information wirklich mal definieren. So, also wir haben jetzt äh, das Video äh, für die Zuhörer, die werden jetzt natürlich nur äh, den Ton hören. Äh, wie gesagt, auch das ist äh, dieser empfangene Transtext, den damals Otto Filmes äh, empfangen hatte. Ähm, den habe ich einmal quasi mit KI-Stimme äh, quasi äh, umgewandelt in dem Sinne und äh, den wollen wir Ihnen jetzt mal kurz zeigen. Ich lasse jetzt mal die Aufnahme abspielen äh, und dann können Sie ja mal genau mal zuhören, was da gesprochen wird von der Nachricht von Friedrich Jürgensen. Nachricht an Adolf Holmes auf den C64 zum Transbild von Friedrich Jürgenson. Hier meldet sich Friedel aus Schweden. Liebe Menschen! Wie Ihnen bekannt ist, sind wir in der Lage, beliebig in Ihre Struktur einzutreten. Ich sende Ihnen wiederholt eine Projektion von mir jedoch mit Ihrem Erscheinungsbild. Die Zeitangabe ist für Sie nicht korrekt. Die Projektion befindet sich seit dem 17.01.1991 in den Quanten der Nichtraumzeit. Jeder ihrer sowie unser Gedanken hat seine eigene elektromagnetische Wirklichkeit die außerhalb des Zeitgefüges nicht verloren geht. Nicht nur unsere sogenannten Transkontakte, sondern das Bewusstsein des Gesamtuniversellen ist rein geistig zu verstehen und schafft grundsätzlich alle physischen wie psychischen Formen. Aus dieser Sicht sind wir auch noch Menschen. Dieses Gemeinschaftsunternehmen schafft alle Formen diese stellen wiederum Illusionen da, da sie sich ändern. Viele von uns sind in der Lage physische Gestalt anzunehmen. Übermitteln Sie bitte meine Botschaft allen Menschen. Dies sagt Ihnen Friedrich Jürgenson. So Faszinierend? Ja. Wie kann Und... man das jetzt noch mal ein bisschen übersetzen? Ja, gute Frage. <laughs> gute Frage, das heißt, was wir so denken, unsere Gedanken sind nicht lokal und die sind im Quantenfeld aufgezeichnet. Das heißt, das kann projiziert werden. Das heißt auch, ein Bild, das wir im Kopf haben, sage ich mal, mhm. ist im Quantenfeld festgehalten. Mhm. Und man kann das projizieren. Das würde bedeuten, dieses Bild, was wir da auch gerade gesehen haben, mhm. ähm, da wurde ja auch ein Bild noch. Wer war das jetzt? Der Friedrich, ne? Das war der Friedrich Jürgen, ja. Ähm, hat der Friedrich, der Verstorbene aus dem Jenseits, projiziert aus seinen Gedanken, das war im, ist im Quantenfeld kodiert hm. und man kann das projizieren. Das heißt, das ist ja genau. nicht der Original in dem Moment, sondern das Abbild das so. Also man kann das so verstehen, das ist wie eine Art Abbild. Ja. Weil, äh, wie gesagt, äh, wie ich vorhin schon erklärt habe, dass sich dann einmal halt die Verstorbenen zeigen, etc., ne, die so aussehen. Aber ja auch... Äh, aus vergangenen Jahrhunderten äh, passiert das ja auch immer wieder, dass sich ja Menschen zeigen aus verschiedenen Epochen, wie sie damals ja auch ausgesehen haben. Ne? Mhm. Wenn du dich damals daran erinnern kannst, wie zum Beispiel äh, die Frau in dem Kaffee, also die sich in dem Kaffeebild gezeigt hatte, die diesen Topf hatte und ne, die so aussah aus 1800 noch irgendwas. Ja, äh, zum Beispiel, oder wenn sich irgendwelche Krieger zeigen, Römer oder, also das, ne, das sind dann alles, sage ich mal, auch Projektionen aus vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden. Also das ist alles möglich. Aber was natürlich auch möglich sein kann, das darf man auch nicht vergessen, dass es ja vielleicht auch äh, in der Zukunft sich zeigen kann. Ne? Also sprich auch diese Visionen, also das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt dann immer nur Vergangenheit. Warum soll sich denn da auch nicht die Zukunft zeigen? Und wenn man das jetzt, sag ich mal, mit diesen Visionen äh, sich da so ein bisschen auseinandersetzt, ist das ja auch eine Zukunftssache. Also äh, Zukunft und Vergangenheit. Ja? Und wie gesagt, die, die, die wollen sich ja zeigen. Also jetzt ist ja auch so die Zeit wahrscheinlich auch gekommen. Äh, Gerade, äh, na gut, das ist ein bisschen schwierig, das Thema das anzusprechen, aber sag wir, es. Viele Menschen, die sterben ja jetzt oder wieder leben ab. Es kommen immer mehr Fragen auf von den Leuten. Was ist, wenn, wie kann ich mit denen noch kommunizieren? Und die drücken jetzt natürlich auch immer mehr. Das mag man ja auch. Ne? Also auch gerade diese visuellen Sachen, also überwiegend im Facebook, dass das immer mehr an Fahrt aufnimmt. Ja? Das ist ganz interessant, was du sagst. Also. Du hast ja vorhin noch mal angesprochen, ja, wissen, sitzen die jetzt auch da drüben, so ähnlich wie wir hier, in einem Körper, der halt nur feinstofflicher ist und diese Bilder, auch die ähm, Rauchbilder, Wasserbilder, sind alles rein, diese Projektionen? Ja, und... würde ich vielleicht schon sagen. Mhm. Weil, weil man müsste es ja irgendwie identifizieren. Also jetzt hier auf unseren <laughs> Dasein, ja? also irgendwo. Äh, Sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Wir äh, würden die nicht sehen. Ansonsten wir sie. Weil die in feinstofflichen Bereichen sind, die wir nicht sehen können, ganz einfach. Das heißt, neben uns könnte jetzt ein Verstorbener stehen. Wir würden ihn einfach gar nicht sehen, weil der in einer an, ganz anderen feinstofflichen hm. äh, es, man sagt ja auch immer, das hat was mit Schwingung und Frequenz zu tun. Ja. Wenn es zu schnell schwingt, dann können ja. wir es nicht sehen, weil unsere Augen das nicht wahrnehmen können. Ich habe schon so oft davon gehört, es ist alles hier. Das Jenseits ist nicht irgendwo, sondern bei uns. Wir können es nur nicht wahrnehmen, weil unsere ähm, physischen Augen nicht darauf ausgelegt sind. Das muss ja auch irgendwo getrennt sein, sonst würden wir ja hier... Ne, ja, also ich so, so äh, sehen kann man es ja trotzdem. Ich meine, es gibt da Sinne. Ja, also, das ist ja jetzt aber wieder auf diesem diesen rein medialen Niveau... Ähm, dass man die ja trotzdem sehen, spüren kann. Das kann man ja auch trainieren. Ne? Das ist aber eben halt viel mit Übung und das liegt ja auch an jedem selbst. Will ich denn das? Will ich das nicht? Ne? Äh, umso mehr man, sage ich mal, sich dieser Sache ja auch öffnet, das ist ja auch so, also auch von seinem Bewusstsein her, und das kommt dann aber auch immer Stück für Stück, umso mehr man in diese Materie eintaucht, umso mehr öffnet sich das ja dann. Ja? Aber das ist dann Sehen mit dem dritten Auge, das meinst du jetzt, ne? Das ist aber ja was... Ich muss aber auch sagen, also das fällt mir immer mehr auf, äh, dass ich sag mal, wenn man sich damit beschäftigt, auch dass man in gewissen Situationen, wenn jetzt sage ich mal so Geräusche oft reden, ja, dass man da auch Stimmen wahrnimmt. Das äh, das liegt aber auch äh, durch das Stimmphänomen, weil ich ja auch damit arbeite. Ähm, man ja mehr sich darauf konzentriert, auf diese, diese Geräusche und, und ne, also auf äh, diese, diese Trägersachen. Und mir ist das zum Beispiel auch schon sehr oft aufgefallen, gerade bei, wie gesagt, bei Sprachnachrichten oder wenn man jetzt, sage ich mal, hier jetzt Zoom macht und es und läuft manchmal auch so nebenbei was, ist also so eine Art äh, wie Fernsehen, und, aber ganz leise ne, im, im, im Hintergrund. Das ist ja nichts anderes wie damals bei Tonbandstimmen, da hat man ja auch, äh, oder die Radiomethode, dass man das so in, in, in fremdsprachigen Sender nimmt und dann tun sich dann die Stimmen so rein modulieren, ne? äh, dass das da auch immer öfters äh, mal passiert, wo man dann sagt, ja, äh, ja hier wurde gerade was gesagt. Ja? Also was man dann auch deutlich äh, wahrnimmt, aber erstmal nicht identifizieren kann, was wurde denn jetzt so richtig gesagt, ja, wenn man es dann nochmal im Nachhinein äh, auswertet. Ja, äh. Das ist sehr spannend, was du gerade gesagt hast. Das heißt ja, wir sind so direkt verbunden, also dass hier definitiv auch die physikalischen Dinge bei uns auftreten können, wie ihr zum Beispiel Stimmen oder Geräusche. Das, das war ja sogar okay. der Ursprung, warum du überhaupt angefangen hast, dass du, du, du hast es Phantomschritte genannt ne? Du Aha. hast ja mit deinem physischen Ohr gehört, ja. aber es war ja niemand da. Das war, ja, das, das sind eben halt solche Phänomene, äh, äh, die ja, sage ich mal, mehr mit Spuk verbunden sind, ja, in dem Sinne. Sagt man äh, ja so, ne? Sagt ja, man halt so. In, in dem Sinn schon, ja. Wenn man so sieht, ist das vielleicht ja auch Spuk, was man da macht. Aber gut, das, das, das sehe ich jetzt nicht so als als rein Spuk an, da jetzt irgendwo in der Wohnung passiert, sondern äh, man geht da ja hier direkt in den Kontakt rein. Aber wie gesagt, äh, die geistige Welt, bin ich der Meinung, die versucht ja, sich irgendwo ja auch mitzuteilen. Und dann macht es eben halt mal auf diesen Wege. Natürlich ja. Ja. Äh, ist dann immer äh, die, diese Kopfsache ja auch ein bisschen entscheidend. Was nehme ich da raus, also aus diesem Erlebnis? Ne? Äh, man kann das ja negativ sehen, man kann es aber auch positiv sehen. Die meisten Leute sehen das aber eher als positiv, als würde da irgendwie jemand was, was in, in was Böses antun. Wo ich aber sagen muss, dass, das also wie gesagt, durch meine Arbeit, also was ich, ich kann ja nur für mich reden, ne, ich kann ja jetzt nicht für andere reden, aber ich muss sagen, das sind so viele Dogmen aufgedrückt, ähm, äh, wo ich mittlerweile sage, nee, das, das das ist, also für mich ist das nicht stimmig. Das ist genauso wie, wenn jemand sagt, äh, medial, äh, das können ja nur Leute machen, die eine bestimmte äh, Gabe haben. Was ich aber, ich muss sagen, nee, das ist, ist Blödsinn. Also. Warum sind das nur bestimmte Leute können? Ja? Es gibt vielleicht Leute, die, die das schon mehr von Haus aus drin haben und, und die das mehr gefestigt haben über die Jahre. Mhm. Ja, ich sag mal, vielleicht von, schon von als Kind hinweg, äh, das auch nicht so zur Seite geschoben haben, sondern eher mehr, sage ich mal, wohl oder übel äh, sich drauf eingelassen haben, ja? dass das bei denen schon viel festiger ist oder gefestigter ist, aber äh, man kann ja auch trotzdem, äh, sage ich mal, äh, man kann ja auch eine Ausbildung machen, oder oder oder, ja, also, mhm. das ist, also da ist man eigentlich nicht zu alt dafür, es ist nur die Frage, will ich denn das wirklich, also, es liegt ja an mir, ja, will ich denn mein Bewusstsein erweitern, will ich denn damit irgendwas, äh, oder was will ich denn auch damit erreichen, ja, will ich denn nur... Äh, äh, Kontakt haben zu meiner Oma, die verstorben ist, oder will ich denn ja tiefkritiker in diese Sache reingehen? Auch mehr Verständnis haben, auch das, das Weltbild auch mal besser anders sehen. Ja? Also das sind ja dann alles solche Einflüsse, die dann ja auch auf ihn einströmen, ja, Und die ihn ja auch selber verändern. Also ich meine, wenn ich überlege, wie ich mit 20 oder mit 25 gedacht habe, äh, ja, ist das jetzt durch diese Sache, ist das ein ganz anderes Weltbild, ja. Das ist nun mal so. Ja, du bist ja richtig am forschen, ne? Und ich finde auch, wenn man sich äh, damit beschäftigt, dann merkt man immer mehr, das ist gar kein Spuk, das lässt sich alles erklären. Ich sage auch immer ganz gerne, das ist einfach ja. nicht so Hokus Pokus, nur weil wir nicht wissen, was das Phänomen verursacht oder was das Phänomen gerade ist, sagen wir Spuk. Und Spuk ist ja auch schon wieder so ein Dogma, ja, jetzt spukt. Ja, aber ich, was ist denn, was ist der Spuk? Interessant Na? ist ja das ist ein mal so, so, eine, so eine kleine Philosophie, ich meine, wenn ich Stars über mir den Himmel be, 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 beobachte, ne? also einen schönen Sommertag, es ist äh, wolkenfreier Himmel, ich gucke dort hoch, was sehe ich denn eigentlich? Ich sehe ja eigentlich alles nur blau, aber sehe die Sterne gar nicht, weil die Sonne die Sterne verdeckt. Also es ist ja wie ein Schleier ne in dem Sinne. Aber im Endeffekt, in der Nacht sind sie da, also, ne? also mal so gesehen. Ja, das heißt der ja, ja, bloß, bloß, bloß weiß ich, ich mal das über nicht See, heißt ja nicht, dass sie nicht da sind. Ne? Ja, also das äh, guter kann, man mal nach, kann man mal drüber nachdenken. Und natürlich, klar, äh, äh, versucht man ja immer irgendwie äh, das nachzuweisen. Aber ich sage mal so, ich bin ja auch bloß Alleinforscher, genauso wie viele andere, ne? äh, die das ja alleinmäßig machen. Wir haben kein Labor, wir haben nicht das. Ja, wir machen das, sage ich mal, auch äh, nicht unbedingt als Hobby, sondern schon als Ernsthaftigkeit. Also ich sag mal, die ETK du man auch nicht als Hobby sehen unbedingt. Ähm, aber ähm es fehlen ja auch, sag ich mal, vielleicht auch die wissenschaftlichen Sachen. Aber da wird kein Wissenschaftler kommen und sich ja die Pfoten verbrennen wollen. Ja? Also das <laughs> ja. ist, das so, ist halt so. so. Es, es, ist, es, es, es geht um Geld. Wir äh, mm -hmm. man, man wissen, wo die Geldquellen herkommen und die wollen das auch. Naja, weil wenn man ja so offen wäre, da wird es ja auch in diesem Bereich eine ernsthafte Wissenschaft geben. Und das ja nicht alles immer so als, als, als Hokuspokus abtun. Ja? Und das ist ja das äh, womit man ja eigentlich auch zu kämpfen hat. Ja. Da haben wir vorhin kurz drüber geredet, dass es in der Vergangenheit unter den Teppich gekehrt wurde. Da wurden Menschen für hingerichtet, wenn die damit was zu tun hatten, eingekerkert, ja. hingerichtet. Ich muss, ich, ich muss auch sagen, ähm, äh, zum Beispiel, wie was man früher unter Hexen verstanden hat, äh, wenn man das mal richtig mal sieht, was, was war denn eigentlich eine Hexe? Ja gut, die hat vielleicht in die Kristallkugel reingeguckt. Jetzt kommen wir genau wieder auf dieses gleiche Thema zurück, äh, zur EDK, weil selbst ja in Kristallkugeln in spiegelnden Flächen kann man sie sehen. Ja, ähm, das ist gar nicht so weit hergeholt. Klar, eine Hexe verbindet man immer mit einer Glaskugel und ne, <laughs> dieses äh, Auferlegte. Aber ich sage mal auch, diese Menschen, die damals vielleicht auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, das waren keine Hexen an sich. Sondern das waren einfach mediale Menschen und, und durch äh, diese Dokumente, die ja damals auferlegt worden sind, äh, durch das Christentum und so, äh, war das auch eine sehr große Gefahr, weil, ich sag mal, weil das Weltbild ja zusammenbrechen kann. Wie kann man denn sich mit Toten unterhalten oder sichtbar machen oder sehen? Ja? Und, mhm. und dann wurde ja immer, weil es gab was nie in dem Sinne Beweis, es ist ja wie medial, ich sehe was medial, aber ich kann es ja nicht beweisen. Ja, also damals, auch zu dieser Zeit gab es ja auch okay, kein Fotoapparat oder irgendwas. So. Und genauso ist es ja heutzutage. Ich finde es immer halt nur, wie gesagt, schade, dass die Menschen da mal ein bisschen drüber nachdenken, weil diese Phänomene sind ja reproduzierbar. Das heißt, ich kann ja immer wieder in den Kontakt gehen und ich kann immer wieder, sage ich mal, neue Bilder empfangen. Also es, es ist ja ein Phänomen, was da ist. Und genauso ist es bei den Stimmen. Und bei den Stimmen hat man sich ja auch die Pfoten verbrannt, weil man, man hat das in den Käfig gemacht, ja, der abgeschirmt ist und die Stimmen waren trotzdem da, aber es gibt keine logische Erklärung. Und dann kommen wir mit der Erklärung, ja, das ist ja Einbildung. Äh, du hörst das und ich höre das, nicht ne? Oder wie auch immer. Ja? Also dann kommen wir immer mit diesen, oder versucht man das mit diesen Totschlagargumenten, äh, nochmal schön eine drauf. Und äh, äh, nee, das, das ja, Man äh, hat es immer noch nicht leicht, das steht fest. Und es, es ist sind wissenschaftlich wir mal ehrlich, nicht anerkannt und man, so halt die Welt genau und wenn man mal ehrlich ist diese ganzen Phänomene ich weiß nicht was will man denn noch an Beweisen was will man denn noch will man denn dass man ja in, 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 also es gibt so viele Bücher es gibt so viele Hinweise ich weiß nicht was man da eigentlich noch großartig diskutieren will äh, gibt es die geistige Welt gibt es ne? Also das liegt da eigentlich auf der Hand. Und, und wie gesagt, wenn man das mal alles mal in, in, also das ist ja auch alles so facettenreich, ja. Und wenn man das mal alles mal so zusammennimmt, auch diese, auch diese Religion ja auch dazu, kommt man doch immer wieder zu diesem Entschluss, ob ich jetzt sage ich mal Moslem bin oder, oder Jude oder Christ oder was weiß ich, für alle, wenn sie ablehnen, kommen sie irgendwo hin bei den einen ist es mit den sieben Brauen, bei den anderen ist es der Himmel, was weiß ich, in der anderen Religion, die kommen eben halt als, als, als Menschen wieder, aber unter dem Strich gesehen ist das ja alles das Gleiche. Also, wenn man das mal so im Gesamten mal sieht, ja, und ich weiß nicht, was es da eigentlich noch großartig zu diskutieren gibt. Eigentlich sollte, sollte eher mal mehr versuchen, jetzt mal die Wissenschaft mal mehr an diesen Sachen mal ranzugehen. Ja? Definitiv, das, ohne das geht es gar nicht, das sehe ich auch so. Also, die müssen schon ihre äh, Tore mal öffnen, ne, um überhaupt noch weiterzukommen. Aber wie gesagt, äh, dort, wo, es Ru wo der Rubel eine Rolle da wird auch nichts passieren. Ne? Das, äh, sei denn, du hast vielleicht Wissenschaftler, die das eben halt vielleicht, sag ich mal, irgendwo im stillen Kellerchen machen oder was weiß ich, ne? die aber auch eine aus der Deckung rauskommen wollen. Äh, klar, wenn du jetzt, sag ich mal, mit solchen Phänomenen und dann. Wie heißt da? Da bist du da abgestempelt. Das haben die bei den, damals bei den Leuten ja auch versucht. Oder bei Ernst Schenkowski, oder bei was bis ich, bei wem. Ne? Ja, die Lächerlichkeitsmasche ähm, ja. äh, wird ja in vielen Bereichen angewendet. Zum Beispiel das UAP-Thema ist genau dasselbe. Mhm. Da wird es aber so langsam, nicht so richtig hier in Deutschland, aber wirklich aus der dunklen Ecke rausgezogen. Da dürfen wir jetzt tatsächlich schon offener drüber reden. Und was jetzt die Transkommunikation angeht, das ist ein ähnliches Thema. Ne? Was noch gar nicht so im Bewusstsein bei vielen ist. Viele haben sich ja noch gar nicht so damit beschäftigt. Das sollte man auch mal mit bedenken, dass das für viele Neuland ist. Und das ist ja wieder wie so eine tja, äh, Erinnerung: jetzt, hey, da gibt es noch mehr und es gibt unfassbar viel Material. Schaut auch da mal rein. Ja, die Welt ist noch größer als gedacht. Und ähm, Interessant, ja, ja sage ich mal, mit diesen UFO-Phänomenen oder, sage ich mal, auch mit diesen äh, äh, nichtmenschlichen Wesen, sagen wir es jetzt mal so, äh, nochmal zu dieser Geschichte zurückzukommen. Äh, in den 90er Jahren gab es äh, das sogenannte skohle experiment war ja auch sehr bekannt ähm, von zwei Ehepaaren in School in England. Äh, und die haben ja, sage ich mal, auch. Äh, Sag ich mal, Einspielungen gemacht oder Seancen in dem Sinne. Ne? Ähm, haben aber auch, sage ich mal, äh, wie eine Videomethode angewandt, und da hat sich zum Beispiel auch ein nicht menschliches Wesen gezeigt, äh, was äh, von einem anderen Planeten kommt. Ja? Also diese, diese Komponente auch, sage ich mal, sich äh, vielleicht, dass diese Kommunikationsort ja auch. Also man muss sich das vielleicht mal so vorstellen. Man stellt sich das jetzt mal so vor, wir sind jetzt hier auf dem Planet Erde. Und ringsrum sind noch Haufen andere Planeten und wir sind eigentlich vielleicht alle verkuppelt in den ganzen Kollektiv zusammen, ja. Also so kann man sich das vielleicht auch vorstellen. Ja. Und dass darüber Kommunikationsebenen stattfinden, ja, auch medial. Ja, Wer weiß, wofür, sage ich mal, andere Lebensformen in der, in der Fähigkeit sind, ja. Ähm da sollten wir auch mal unseren Horizont erweitern. Ne? Wir denken immer nur, wir schließen von uns auf andere. Ja, ja, genau. Wir denken immer nur wir, 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 aber was ist denn wenn? Ja, und das große Wenn kann ja auch keine Wissenschaft sagen. Ja, das ist ja das. Äh, klar, äh, das, was man hier sieht, oder ne, das, das, das ist für ihn auch nicht begreifbar. Aber man sollte vielleicht doch mal seinen Horizont mal ein bisschen oder mal auch mal ein bisschen philosophieren. Ja? Was wäre denn wenn? Ja, ja, wichtig, wenn, wichtig, ja? wichtig. Da sind wir schon wieder bei der Fantasie äh, angelangt. Ne? Ja. Sonst kommen wir gar nicht weiter. Wenn wir da nicht auch äh, mitarbeiten würden, dann äh, wären wir so eingeschränkt und würden auf der Stelle trampeln. Das Tatsächlich ist es so. Es und, gibt also, ich, ich nehme zum Beispiel immer gerne äh, auch ein kleines Beispiel, auch was Wissenschaft angeht. Äh, die Wissenschaft kann sich ja auch immer ändern. Ja? Also, was jetzt, sage ich mal, vor drei Jahren aktuell war, ist jetzt äh, nicht mehr aktuell. Weil es sich immer neue Erkenntnisse. Ergeben. Äh, okay. Ist halt genauso wie äh, zum Beispiel Thema Quantenflossler. Damals haben sie gesagt, das Tier ist schon seit Millionen Jahren ausgestorben. Und dann äh, schwimmt auf einmal auf dem Meer um so Vieh rum. So, ja, was ist denn dann? Jetzt ist auf einmal diese ganze Theorie äh, völlig Nonsens. Ja? Äh, kann man über Bord werfen. Äh, so sieht aus, so sieht aus. Und äh, wir sind garantiert nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Mhm. Das sollte jedem klar sein. Und dass es alles noch äh, viel viel größer ist. Und ähm, ich würde sagen, wir schwenken jetzt nochmal mal auf unser letztes Thema um. Dazu müsstest du den Bildschirm wieder uns groß schalten, weil es geht auch um deinen Hintergrund, den wir dann uns mal mit ja, anschauen. Äh, ich möchte noch mal ganz kurz, wenn ich da sowieso jetzt dazu so drauf umschwenke, äh, noch mal ganz kurz äh, auf die Kommunikationsebene eingehen. Äh, das noch mal kurz bildlich darstellen, wenn das möglich ist. Super. Und und äh, hier ist das nochmal so ein bisschen abgebildet, was eigentlich eine Projektion ist oder wie ich das jetzt sage ich mal äh, sehe, also für die, die das jetzt äh, nicht sehen können oder für die Zuhörer, äh, stellt euch jetzt das mal so vor, auf der einen Seite ist der Experimentator, also ich und auf der anderen Seite der Jenseitige und äh, man macht quasi wie eine mediale Verbindung, also stellt euch das so vor wie so eine Welle und Daraus entsteht eine Projektion quasi. Also man geht quasi geistig in Verbindung. Also in der Mitte trifft sich das. Wir sehen jetzt, wie sich die Wellen ja. in der Mitte treffen. Und daraus entsteht in diesem Rauch oder sagen wir jetzt, so Rauch oder Wasser oder wie auch immer äh, die sogenannte Projektion, weil man geht ja medial in diesen Kontakt rein und hält es technisch fest. Ja, deswegen auch dann diese Projektion. Und äh, mhm. wie gesagt, dieser Rauch, das ist ein halt Rohmaterial, er bewegt sich und daraus entsteht das dann immer. Halt. Diese Projektion und diese Mitteilung, auch diese Vision, das sind ja eigentlich im Endeffekt sind das ja nur Informationen, die aus der geistigen Welt ja zugesandt werden uns, Experimentatoren. Ja? Und so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja? Jawohl, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende äh, Sache. Ne, dass es Projektionen sind, das ist, war für mich jetzt auch neu. Ich habe mir aber schon viele Gedanken, wie gesagt, drüber gemacht, wie sich das eigentlich verhält, was wir da äh, hören und, und sehen. Und man denkt ja immer, hm, sitzen die jetzt wirklich da drüben, da drüben? Die, die, Frage, ist, die Frage ist ja natürlich noch eins, äh, die Proje oder wenn jetzt, sage ich mal, Informationen gesendet werden, ne? also auch, sage ich mal, Visionen. Was ja unterm Strich ja auch in den Informationen ist, kann die sich ja trotzdem noch ändern. Ja? Also, das ja. darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt ja jetzt nicht, dass es eh mal ein ist. Äh, bloß mal ein kleines Beispiel, wie Illmeier wie, wie oder so, äh, kennt man ja diesen Namen äh, in der Prophetie, äh, ganz bekannt. Äh, klar, er hat das vielleicht damals empfangen, ja. Vieles ist so ein bisschen stimmig, okay, aber alles hat er ja auch nicht gesehen. Also, kann das sein, dass sich das dann schon wieder alles komplett verschoben hat? Also, da hat dann. Ein Teil, aber von diesen Aussagen haben ähm, sich, sage ich mal, die Zeitlinien oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, sich schon wieder geändert bis dahin. Ja, Also, das, mm, das darf mm. man auch nicht vergessen. Da äh, hat man jetzt in letzter Zeit viel von gehört, dass nichts in Stein gemeißelt ist, ne? weil so viele Faktoren, so viele Menschen und Umstände, Einflüsse mit reinspielen, äh, genau. dass sich die Zukunftsprophetie durchaus, ähm, also, es ist nicht in Stein gemeißelt, das kann sich ändern. Mm. Und ich äh, das ja, warum auch immer das so ist, ja. da, da sind wir ja auch noch am Anfang mit diesen Zeitlinien und und und. Das ist ganz das... neu noch für uns, uns das überhaupt vorzustellen. Was ist eine Zeitlinie? Da soll es ja unendliche von geben. Äh, in jedem Augenblick entscheiden wir uns für etwas und dann na, ja, du kannst das ja dann schon hier schon wieder, wieder um. Wird er beeinflussen. Ne? Ich sage mal so, das ist ja immer, wenn man sich dann, es passiert was und sagt dann ja, hätte, hätte. Ich das anders gemacht. Ja, ich sage dann immer, hätte, hätte, Fahrradkette. Du kannst das eh nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Ja, ja. Du musst damit wiederum aus dieser Konstellation, was da ja entsteht, entsteht aber auch wieder was Neues. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Es, also, so sieht's aus. Ich sage mal, das ist wie im ein Berufsleben: eine Tür geht zu, dafür gehen wir wieder fünf auf. Also, und daraus muss man dann eben halt wieder das dementsprechend machen. Und wir sagen ja. immer, im Nachhinein sind wir schlauer. Also im Nachhinein ja. können wir immer sagen, auch oh, hätte ich mal, ne? Aber wenn du drin steckst, siehst du es noch nicht. Das muss man sich wirklich äh, anschauen, wenn es gelaufen ist. Ne? Dann kann man ja. sich erst da wirklich da, besser rein. Das, das kann auch gut durch deinen Seelenplan eben halt ja auch so sein, dass du das eben halt auch so machen musst und, und, und wie auch immer. Also das Ganze, was dann eben halt passiert. Ich bin mir aber auch trotzdem der Meinung, dass man auch vieles auch äh, beeinflussen kann, weil man hat ja trotzdem seinen freien Wille. Also man kann pro oder kontra, kontra gehen, ja? aber ich sage mal, die geistige Welt kann das ja trotzdem wieder umschwenken. Also dann aus diesen Neuen dann aber die auch wiederum Informationen geben. Ja. Mhm. Also, äh, es sind ja viele Facetten möglich. Ja? ja, ich finde auch die Erfahrungen sind so wichtig, die wir machen. Mhm. Na, aus Erfahrung lernen wir ja definitiv. Und dann kann man sich doch vorher überlegen, das nächste Mal mache ich es jetzt wieder so, oder gehe ich mal einen anderen Weg, weil ich nicht wieder dasselbe Resultat haben möchte? Ja. Wie oft ist uns das schon passiert im Leben mit irgendwelchen Dingen, mhm. dass wir immer wieder dasselbe gemacht haben und uns dann gewundert haben, hups, jetzt ist mir das wieder passiert. Ja, man muss dann mhm. schon mal schauen was man da eigentlich tut und wie man sich verhält. Und äh, ganz wichtig ist auch noch, finde ich, dass wir mal darauf kommen, dass wir da die Realität auch äh, beeinflussen hm. mit dem, was wir sagen oder denken, sagen und auch tun, hm. äh, dass wir da selbst für verantwortlich sind und nicht immer im Außen schauen, ach, wer ist da jetzt schuld gewesen, hm. ne, welcher Umstand oder so, sondern dass wir das im Vorfeld immer selber anpeilen und ansteuern. Genau. Ne. Und nicht so, vielleicht da mal hinzukommen, nicht so unbewusst zu agieren, sondern wirklich das Bewusstsein da schärfen, dass wir da wirklich äh, involviert sind und nicht abgekapselt von irgendwelchen Umständen, die uns widerfahren. Ja, nee, das ist definitiv. Ja. Ähm, Dann danke, wird's... dass du uns das mal erklärt hast. Genau, der jetzt Projektion noch mal bestimmt zu Harald Giese kommen. Ähm, ja. Gerne, können wir auch noch mal kurz drüber reden. Das ist ja also, auch spannend. Ähm, Magst du dieses Bild ausschalten vielleicht, dass wir wieder normal zu sehen sind? Kann ich machen. Ähm, da ist er, der Harald, äh, ja. Hm. Da ist er schon, genau. Ähm, ja, äh, Harald Giese. Ähm, warum können wir jetzt auf Harald Giese ähm, es ist ja auch so, äh, wie ich gesagt habe, man hat ja auch Kontakt zur jenseitigen Welt. Also, es, es gibt auch bestimmte Teams oder, oder Spirits, die auch dann mit ihnen arbeiten. Und bei mir war das dann so, ähm, dass ich über. Also, ich hatte erst ein äh, Bildempfang, ein äh Wasserbild und dann später auch äh, äh, Einspielung. Und da fiel dieser Name Harald Giese. Und. Das äh, nicht nur einmal, sondern mehrfach und dann auch noch jem bei jemand anders. Und ähm, interessanterweise dann guckt man natürlich, äh, wer ist denn Harald Giese? So. Und ja, Google, Harald Giese, oh, meine Tochter, hallo. <laughs> ähm, ja, wer ist denn eigentlich Harald Giese? Und <lacht> Entschuldigung. <lacht> und ähm, Harald Giese ist ein Künstler gewesen. Und ein Medium Und äh, Harald Giese, da ist, da hat quasi äh, spirituelle äh, Zeichnungen gemacht. Ähm, und er ist quasi, äh, wie soll ich das sagen, ähm, in Trance gegangen und hat dann eben halt dementsprechende Bilder gezeichnet. Und da fand ich natürlich das sehr faszinierend. Wie kommt jetzt. Äh, medialer Zeichner oder Maler, der eigentlich auch relativ unbekannt ist, äh, zu mir oder warum genau er? So. Mhm. Und ich, das war dann so, ich habe dann mir dann allen Mut gefasst und habe dann ähm, über diese Webseite, äh, der diese Webseite macht, denjenigen angerufen. Das ist glaube ich der Neffe gewesen von Harald Giese und habe dann Kontakt zu seiner ehemaligen Lebensgefährtin äh, bekommen. Ich habe das dann so ein bisschen geschildert und da fand ich das anscheinend sehr interessant und hat mich dann eben halt weitergeleitet. Und ich habe mich dann mit der Frau unterhalten und habe dann eben halt auch äh, vom Harald äh, ein Video bekommen. Also eine DVD von 2005. Äh, unter anderem auch Zeichnungen etc. und habe eben halt das so ein bisschen erklärt. Und ja, wie gesagt, er hat das eben halt gemacht und hat auch so schöne Erklärungen da drin und auch in seinen Bildern, da sieht man eben halt genauso diesen, diesen Kontakt, wie ich ihn jetzt gerade eben halt beschrieben habe. Er hat das aber anders gemacht. Er hat das quasi in, in einer Art äh, Kreisen gemalt, die dann ineinander eingreifen, wo dann daraus quasi... Äh, äh, Gesichter entstehen und das hat mich auch so ein bisschen inspiriert. Ich dachte nur so: Der ne Mensch, das sieht aber auch aus. Dann, also, was er dann so gemalt hat, das hat mich sehr an die Rauchmethode dran erinnern. Ja? Also, wie so Wirber und überall Gesichter. Und, und das fand ich so faszinierend. Und interessant ist ja auch, dass äh, Harald Giese ja auch Kontakt zu Herrn Lukatu damals hatte. Äh, da bin ich mal gespannt, was vielleicht Herr Lukatu sagt dazu. Ja. Mhm. Ähm, ja, und er hat ja dann auch Telekinese gemacht. Ähm, er hat sich quasi wie so ein Käfig gebaut und er nannte immer diese Kraft, die da ihn unterstützt hat bei der Telekinese, Kraft K. Also quasi eine unsichtbare Kraft, die, die eben halt das mit bewegt oder mit beeinflussen kann im Zusammenspiel mit ihm. Ja. Und äh, das fand ich dann schon sehr interessant und ich habe mich dann selbst ja auch ein bisschen mit äh, Telekinese auseinandergesetzt. Das ist mir auch teilweise gelungen. Es ist aber eben halt sehr schwer und man muss sehr viel üben, das hinzubekommen. Es funktioniert, ja, aber es ist eben halt sehr schwer. Ja, aller Anfang ist schwer, sagt man doch. Es ne? ja. ist ja auch wieder ein ganz neues Gebiet. Ähm, ja, ich finde das auch ganz spannend. Du, wir werden mal dieses tolle Video von dir verlinken. Hm. Machst du genau unsere deinen Hintergrund? Ähm, ja, da sind ja diese Kreise auch drauf. Das, das habe ich, hab ich jetzt mal hier so. Äh, in dem Sinne, ähm, siehst du das jetzt, ja, ne? Ja. Hat sich das du, jetzt geändert, das Bild? Oder? Ja, ja, ja. Das ja. hat sich jetzt geändert. Äh, Aber wie gesagt, wir müssen das jetzt alles ganz genau beschreiben. Genau, äh, das ist so, also, man beschreibt das mal so: er hat das, wie gesagt, äh, in, in Kreisen gemalt und hat die so gemalt, dass die immer schneller rotieren, diese, Kre diese Kreise. Also, erstmal ein Kreis und das Kreis, also dieser Kreis, da ist also quasi das menschliche Ich, mhm. der erste Kreis, und da fängt dann immer mehr an zu rotieren, ja, in einer Spiralform. Äh, das sieht man hier sehr schön. Ähm, also, für die, die es sehen, von 1 bis 5. Nee, du musst das ja, ja alles so beschreiben, weil, wie gesagt, jetzt so viele Leute dabei sind, die es nur anhören. Also, wie gesagt, äh, bis 1 bis 5, bis das eben halt rotiert. Und ähm, das ist ja dann so, dass dieser Mensch dann schon versucht, äh, telepathisch oder medial in den Kontakt reinzugehen. Und dann ist also hat das so gezeichnet: man sieht das hier dann in Bild 6, 7 <laughs> und 8. 8 ist jetzt hier dass diese Spirale quasi und auch die gegenseitige Spirale, also das, was im Jenseits ist, auch fängt an zu rodieren und dann ineinander eingreift. Und interessanterweise hat er das dann so gezeichnet, dass dann zwischen diesen Spiralen Gesichter entstehen. <laughs> und wie gesagt, das hat mich dann so fasziniert und das dreht dann immer weiter, bis dann eben halt eine Vollendung ist. Und äh, das zeigt mir so ein bisschen dass dann dieser Kontakt so im halt stattfindet. Also umso mehr man dann medial reingeht, umso mehr tut sich das dann in der Mitte festigen. So ähnlich wie bei diesem anderen Bild, was wir vorher hatten. Ähm, und das zum Beispiel wie beim Rauch. Also man kann das ja so sehen, es ist ja Chaos. Na? Also wenn man den Rauch ja rausbläst, das ist das ja Chaos. Und aber aus diesem Chaos oder wie zum Beispiel Wasser entsteht da ja was. Also quasi so eine Art wie Chaos-Theorie, bloß umgekehrt, dass dieses Chaos sich ordnet durch diese mediale Verbindung. Ja, ja die Grafik, die, also die du ja eben so toll erklärt hast, hast du abgeleitet hier von Harald Giese, ist das richtig? Ja, ja? genau, so ein bisschen so. Und, Und mir ist es halt ganz wichtig, dass die Zuschauer, die sich jetzt hierfür interessieren und da ein bisschen tiefer einsteigen möchten, dass wir dieses tolle Video von dir verlinken, da kann man sich das dann wirklich mal in Ruhe anhören und auch anschauen. Also es lohnt sich wirklich, weil das deutet auch ganz stark darauf hin, dass es ganz viel mit dem zu tun hat, was du heute schon berichtet hast, mhm. mit der Kontaktaufnahme und ähm, dass er das auch nochmal auf eine ganz spezielle Art und Weise gemacht hat, über mediale Bilder und auch diese ähm, ja, Teleportation hast du gesagt. Telekinese, Entschuldigung. Ja, Telekinese, ähm, telepathisch, das ist ja, ich sag mal. Teleportation zu, ist nochmal was anderes. Zu, ich, äh, ich sag mal, ja. im Endeffekt das ist es ja immer eine Kommunikationsart, ja, also, oder Dinge erschaffen oder wie auch immer. Äh, ich, ich minze das immer so ein bisschen fast gleich, weil für mich das eigentlich das, äh, und dasselbe ist. Ja, klar gibt es da Unterschiede, aber äh, grundsätzlich genommen ist das für mich eigentlich dasselbe. Ja. Äh, ja, das, das ja. läuft darauf hinaus, dass es immer ja um dasselbe immer ne, geht, ja. Eine Manifestation ist in dem Sinne, ja. Also oder gedanklich. Ja, das ist ja, wie gesagt, das Gleiche. Ich wollte noch mal kurz sagen, bei dem Video, das ist ja von der VDF-Tagung, das ist natürlich die Bild- und Tonqualität nicht so ganz so berauschend. Da kann ich aber auch nichts dafür. Aber trotzdem, für die, die es eben halt interessiert kennt das ja gerne mal angucken. Da tue ich, sage ich mal, viel über diese Rauchmethode erklären, äh, warum, wieso. Aber wie gesagt, das ist immer aus mein, meiner eigenen Forschung heraus, wie ich das sehe. Und wie gesagt, ich bin kein Wissenschaftler, aber da sind gute Ansätze da. Das muss man auch so sehen. Ähm, die man eigentlich dafür ja verwenden kann oder darüber mal nachdenken kann. Ja, so muss man so, Ja. Ähm, vor allen Dingen das viele Material, was es da gibt, ja. was wir jetzt angesprochen haben. Also ähm, du bist, stehst ja nicht alleine da. Es gab so viele Menschen, die dort geforscht haben, die ja. ganz tolles Material erschaffen haben, das da ist. Ob es jetzt Aufnahmen sind, Videoaufnahmen, Turmbandstimmen, Bücher. Also wirklich äh, über viele Jahrzehnte und das ist halt so toll, dass es alles da ist. Man braucht nur anfangen, sich dafür zu interessieren. Das, das ist ja eigentlich auch das, was ich immer so ein bisschen, bisschen traurig finde. Es ist, es ist eigentlich alles da, es ist alles abrufbar, solange es noch da ist. Man weiß auch, Internet ist momentan, es geht so ein bisschen in eine andere Richtung, dass da auch einiges immer mehr verschwindet. Ja, wie lange haben wir da noch Zeit? Keine Ahnung. Es, äh, darum ist das auch ein bisschen wichtig, das wieder ein bisschen hervorzuheben, äh, auch diese EDK. Äh, denn, wie gesagt, es kann auch jeder machen. Äh, natürlich liegt das aber eben halt auch an jedem selbst. Ne? Äh, man kann sich auch Hilfe holen, wie man das macht. Äh, ich versuche jetzt also auch mit dem Michael Brandel da zusammen äh, was zu, auf die b zu stellen, äh, Das für die Leute, die. Sag ich mal, das wirklich ein bisschen lernen wollen, äh, dass sie da auch eventuell auch dann auch Unterstützung kriegen. Äh, aber man will ja auch nicht immer ständig erklärbar spielen. Äh, Gerade wie bei Facebook, äh, wie machst du das und nicht dann tust du das Thema erklären? Das ist für mich einfach äh, zu viel Energie und, und die Zeit hat man auch gar nicht dafür. Ja, ähm, das äh, macht es halt schon ein bisschen schwer, äh, schwieriger, das Ganze. Und das Problem ist auch noch, das muss ich auch dazu sagen, dass viele Leute es nicht mehr auf die Reihe kriegen. Das ist zwar ein bisschen traurig, mal ein Buch zu lesen, oder mal ein Artikel zu lesen, oder ein Video mal anzugucken, was ein bisschen länger geht. Das Problem ist ja auch in der heutigen Zeit, dass, dass das alles schnelllebiger wird. Wenn man das jetzt mal anguckt, äh, TikTok und so weiter, alles nur solche Kurzvideos, es wird dann geht dann nur noch so wischen, 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 ja, zehn Sekunden angucken, weiter wischen. Mhm. Äh, die das ist dieses Zeitphänomen gerade, es geht immer schneller und die Konzentration äh, bleibt auf der Strecke lässt genau. Nach, genau. aber es ist so wichtig darauf hinzuweisen, dass man schon, hier auch mal in die Tiefe gehen müsste, um es überhaupt nachvollziehen zu können. Wir konnten das ja jetzt hier auch noch kurz mal anreißen. Mhm. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Daniel. Das ist alles so hochspannend und wie gesagt, die Verlinkungen werden unterm Video gesetzt. Magst du denn zum Abschluss noch mal äh, eine Botschaft sagen an die Zuschauer oder was jetzt gerade wichtig ist für diese Zeit? Also meine wichtige Botschaft ist äh, da hingegen, äh, dass das oder was heißt Problem, aber die Botschaft mehr, die Leute, dass die alle skeptisch sind und gerade in der heutigen Zeit, weil ja auch viel äh, gefaked wird, auch durch KI und so, äh, dass die Leute sich aber mit diesen Themen selber mal auseinandersetzen sollen und das selber sehen sollen, selber erkennen sollen, weil dann kommt auch diese Erkenntnis von ihnen selbst, weil ich kann nur, äh, sage ich mal, wenn ich schon skeptisch bin, die Sachen selber mir anschauen. Oder selber darin forschen, und dann werde ich das auch erkennen. Dann öffnen die sich auch. Ja, und das ist ja halt das. Äh, Nochmal ein Beispiel, weil vorhin haben wir kurz angesprochen: Kai Mücke. Ähm, äh, zum Beispiel bei Kai Mücke, ähm, da gibt es ja auch immer wieder Leute, die das sehr skeptisch sehen. Okay, das kann ich verstehen, aber wenn man, sage ich mal, selbst dort ist, ich habe mir dann auch gesagt, ich will das auch mal sehen, weil. Ich will mal selber ein Bild davon machen, selber das Spüren, Merken, Sehen, Fühlen. Und ich muss echt sagen, äh, es hat mich sehr vom Hocker gehauen, was man dann spürt, sieht und äh, auch fühlt, auch hört. <laughs> also. Und wenn man das jetzt, sage ich mal, in Außenstehenden erzählt, die ganzen Phänomene, die dort passieren, das hat du hast ja nicht mal alle das dem Schrank, ja. Weil man das gar nicht, gar nicht, also man kann man das gar nicht so genau wiedergeben. Und wenn man es selber nicht sieht, ja, das, das, das ist eben halt dann ein bisschen schwer. Aber dennoch muss ich sagen, ich habe es gemacht, ich weiß, von was ich dort rede oder, oder ich habe es selber gesehen und kann mir daraus auch meine eigene Meinung bilden. Ja? Also ist denn da wirklich was dran oder ist das nur gefegt? Ja, und ich muss sagen, ich habe dort Dinge da drinnen gesehen. Also das, das hat mich dann sehr an, an, an einige Bilder von der Wassermethode erinnert, also an nichtmenschliche Wesen. Äh, da ist ein Phänomen passiert, man muss es ja so sehen, man sitzt wie in einem Stuhlkreis, hat das Kabinett vorne, wo der Kai sitzt. Und in der Mitte sind Instrumente, also Musikinstrumente, Trommel und so weiter. Und da gibt es das berüchtigte Tampurin, das ist mit zwischen Lichtpunkten versehen. Also sprich, es hat eine leichte Lichtquelle, also man, man sieht das so ein bisschen. Und äh, da war das so, die Julia, also vom Kai Mücke, äh, die rechte Hand sag ich jetzt mal, sollte das äh, Trampolin wieder hinstellen, weil das hatte sich vorher unten auf dem Boden hinten bewegt und hatte das dann so hochkant hingestellt. Und ich habe dann immer weiter so geguckt in, in den Dunklen und man sieht da ja trotzdem diese Lichtpunkte. Und da habe ich was wahrgenommen, dass sich, wie soll ich das sagen, in, in einer Art Kopf, in einer Siolette, sich vor diesen, also diese, diese Lichtpunkte geschoben hat. Und danach gegriffen hat. Mhm. Und es war aber wie durchsichtig, aber ich konnte diesen Kopf erkennen und in diese Form. Und das hat mich sehr an, an einige Bilder erinnert, die ich selber empfangen habe an, ich sag mal, nicht-menschliche Wesen. Also oh, was spannend. ich jetzt, sage ich mal, so ein bisschen in, in, in den außerirdischen Bereich. Äh, Definiere, ja. Haben das denn noch andere sehen können? Oder war das jetzt auch wieder so eine subjektive ja, das, Wahrnehmung? Äh, ja, na gut, man muss das ja so sehen. Ich habe das ja mehr aus, aus dem Winkel gesehen, wie ich ja sah. Man sitzt da in einem Kreis rum. Es war ja auch spannend, äh, diese Hand. Es gibt ja dieses mit diesem Brett, was dann so leuchtet, ne? wo dann diese Hand äh, drauf greift. Das sieht man ja beim Dr. Kruse, der hat das ja dokumentiert. Und ich saß ja sah aber mehr. Also an den zweiten Tag mehr vorne, also Richtung Kabinett, äh, wo quasi der erste Teilnehmer und konnte so schräg auf diese Platte gucken. Und die natürlich hinten saßen, konnten das gar nicht sehen. So, ich habe hm. immer wieder gesehen, wie diese, zum Beispiel diese Hand versucht hat, auf diese Platte zu kommen. Ach, und die konnten das, das gar nicht sehen. Ja. Siehst und, du, also das sagt uns doch wieder, das haben wir vorhin angesprochen, dass es das wichtig ist, eigene Erfahrung zu machen. Ja. Und nur dann kann man sich wirklich einfühlen. Ähm, man hat, auch, sag ich mal, einfühlen. Auch, auch Wesen gesehen, also so, so, so eine Art Schatten, also innen drin. Also, erstmal war es ganz komisch, dass dieser Raum, da wurde immer dunkler. Also, die, 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 die dunkle Materie, also dieses Schwarz, das wurde irgendwie noch schwärzer. Also, man kann das ganz, also die Wahrnehmung, und das habe ich ja nicht nur alleine wahrgenommen, das haben ja auch andere Teilnehmer wahrgenommen, dass das wie so. Also wie so, so eine Kompression in diesem aha, Teil. Aha, also die Energien haben da auf jeden Fall gewirkt. Und ja. du bist davon überzeugt, dass da Phänomene stattfinden. Also ja, weil es sind Stimmen, die kommen aus der Ecke. Das war ja so, du singst da dort. Und dann kommt auf immer eine Stimme aus von hinten, die wird immer lauter, die da wie mitsingt, bis an mein Ohr ran. Und ich so. Natürlich zwar im Dunklen und du, 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 was ist denn jetzt hier los, heißt da? Du bist ja, erstmal ganz erschrocken und Berührung und dann kommt eiskalte Luft von, von hinten von der Seite, also schräg, also von, von der Nachbarin und wo du gerade West wo kommt denn das her? Lichtphänomene, ja, die, die in, ich sag mal, in verschiedenen äh, Richtung tanzen, also von oben nach unten drehen und selbst wenn du das jetzt, sage ich mal, mit einer Angel machen würdest, äh, wäre das für mich äh, unlogisch. Also, also es ist das jetzt, schwer, das also alles schwer zu fegen zu Und dann war auch diese Sache mit dem Tuch, das dort genau vor meiner Nase rumtanzen, mhm. war dann bei der Nachbarin und da hat man auch richtig gemerkt, wie was versucht hat zu, zu ziehen. Also man hat das richtig gehört, dieses, dieses dieses Reisen, also es würde in Hand versuchen, das zu fassen, aber immer wird das wie so wegschnappen. ja Also, so mhm. von diesen. Also, so also es hat so... dich schwer beeindruckt. Ja, danke, dass du uns mal einen kleinen Einblick gewährt genau. hast. Also, ich kann nur empfehlen, ich sage mal so, äh, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen skeptisch sind. Äh, auch, sage ich mal, vielleicht auch mal die Skeptiker, die das immer schlecht reden. Die reden ja nur, aber waren noch nie dort, haben es sich noch nie angeguckt. Bla 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 bla. Ähm, dass die sich selber mal dort hinsetzen sollen und sich das mal angucken. Weil ja. ich, äh, ich meine, ich kann ja auch nicht über andere urteilen, wenn ich selber nicht sehe. Also ne? Das Problem äh, ist nur, die haben keine Lust, das Geld dafür auszugeben. Damit ja, geht es schon mal ja, los. Das ja, ist mit genau. Anreise, Kosten aber, für Übernachtung und da kann ich, Eintritt verbunden. Da kann du wirst sollst du schwerlich dahinkriegen. Das ist halt immer wieder so das Problem. Da gibt es diese Hemmschwelle. Ja. Und die, die das nicht wollen, die werden auch deine Sache niemals kapieren, weil sie es einfach nicht wollen. Da müssen wir es mit abfinden. Aber es gibt immer wieder Leute, da nicht. werden auch Impulse gesetzt oder es gibt Leute, die gerade offen und empfänglich sind. Und die sprechen wir hier an. Alle anderen können wir sowieso nicht überzeugen. Das ist alles eine innere Reise. Yeah. Im Äußeren wirst du das kaum finden, dass du da die Beweise findest. Haben wir darüber geredet? Die Wissenschaft macht zu, bis jetzt zumindest noch. Wer weiß, was kommt. Und man muss auf die eigene innere Reise gehen. So sehe ich das. Mhm. Und ich lege es auch jedem ans Herz, sich da ein bisschen zu öffnen, um zu checken, dass die Welt halt noch größer ist als nur Materie. Genau. Ja. Daniel, ich danke dir. Ja. War wieder danke. sehr ausführlich, habe ja. ich nur eingeplant. Ja, hat auch gefallen. Ja, danke, danke, danke. Und ich wünsche dir alles Gute, was deine ja. Forschung betrifft und äh, dass die Leute auch anfangen, selbst zu forschen und auf die Reise gehen. Und du setzt auf jeden Fall Impulse dafür. Das ist toll. Das ist wirklich ähm, nicht leicht, ja. weil du hast ja auch schon ein bisschen davon erzählt. Die Leute sind heutzutage fast ein bisschen zu faul, reinzusteigen und ja, sich wirklich darauf zu fokussieren. Also man wird immer wieder aufgesplittet in viele verschiedene Themen. Ähm, das ja, habe ich auch gehört vor längerer Zeit, jetzt vor einem Jahr oder so, dass es gar nicht mehr möglich ist, alle Informationen aufzunehmen, nee. weil diese Flut uns quasi überspült. Aber ich finde es toll, wie du es nochmal erklärt hast. Und ich weise nochmal auf die Verlinkung hin. Da kann man nochmal ganz toll und kompakt alles anschauen, was du zusammengepackt hast. Und da mhm. kommt auch ganz viel drin vor von dem, was wir da heute besprochen haben. Genau. Also vielen, vielen Dank. Mach's gut. Alles klar. Danke. Tschüssi. Tschüss.